EA-Po Productions liest Karl May von Bagdad nach Stambul. Heute Kapitel 8 in Edrene. Adrianopel, welches die Türken Edrene nennen, ist nach Konstantinopel die bedeutendste Stadt des Osmanischen Reiches. Hier residierten die Sultane von Murat I. an bis zu Mohammed II., welcher im Jahre 1453 Konstantinopel eroberte und seine Residenz dorthin verlegte. Auch später war es ein Lieblingsaufenthalt vieler Sultane, von denen besonders Mohammed IV. Gern hier verweilte. Unter den mehr als 40 Moscheen, welche die Stadt besitzt, ist die Selimje, die Selim II. Erbaute, berühmt. Sie ist noch größer als die Hagia Sophia in Konstantinopel und verdankt ihre Entstehung dem berühmten Moschee-Architekten Sinan. Wie eine Oase in der Wüste liegt sie inmitten einer kläglichen Anhäufung von Holzhäusern, deren bunt bemalte Mauern und Wände aus tiefem Schmutz und Straßenkot auftauchen. Der imposante Kuppelbau dieser Moschee wird im Inneren von 8 gigantischen Pfeilern getragen und äußerlich von 4 wunderbar schlanken Minaretts belebt, von denen ein jedes 3 Balkone für die Muezzins besitzt. Im Inneren erblickt man 2 reinen Galerien, welche aus den kostbarsten Marmorarten zusammengesetzt sind und von 250 Fenstern erleuchtet werden. Zur Zeit des Ramadans brennen hier 12.000 Lichter. Wir kamen von Kirkilisar und hatten die schlanken Minaretts des Selimiye schon längst vor uns leuchten sehen. Von Weitem bot uns Adrianopel einen prächtigen Anblick dar. Als wir es aber erreicht hatten und durch seine Straßen ritten, ging es wie mit allen anderen Städten des Orients. Sie verlieren in der Nähe ihre Schönheit und erfüllen niemals das, was sie aus der Ferne versprechen. Hulam, den wir aufsuchen wollten, wohnte in der Nähe des Ud-Scherifeli, der Moschee Murats I., an deren terrassenförmigen, mit prächtigem Marmor gepflasterten Vorhofe wir vorüberritten. Die 24 von 70 Säulen getragenen Kuppeln wurden aus dem Schatz der Johanniter erbaut, welche bei der Eroberung von Smyrna erbeutet wurde. Wir tauchten in eine sehr stark belebte Gasse und hielten vor einer mehrere Stockwerke hohen Mauer, durch welche ein jetzt verschlossenes Tor führte. Wir hatten in dieser Mauer die Straßenfront des Hauses zu erblicken, welches uns gastlich aufnehmen sollte. Das Tor hatte in Kopfeshöhe ein rundes Loch, vor welchem auf das Klopfen Islas ein bärtiges Gesicht erschien. »Kennst du mich noch, Malem?« frug der junge Konstantinopolitaner. »Öffne uns!« »Mashallah, Gott tut Wunder!« erklang es von innen. »Du bist es wirklich, Herr? Komm, eilends herein!« Das Tor wurde geöffnet und wir ritten durch eine Art Durchfahrt nach einem ziemlich großen Hofe, welcher rings von den Innengalerien des Hauses umgeben war. Alles zeigte einen ungewöhnlichen Reichtum. Auch die Zahl der herbeieilenden Diener ließ ebenso auf denselben schließen. »Wo ist der Herr?« frug Isla einen Mann, welcher ihn mit tiefer Ehrerbietung begrüßte und, wie ich später erfuhr, der Hausmeister war. »In Meschlik, bei seinen Büchern.« »Führe diese Männer in das Selamlik und sorge dafür, dass sie gut bedient werden. Auch die Pferde müssen gut untergebracht werden.« Er nahm Jakub Afara bei der Hand und begab sich nach der Arbeitsstube des Hausherrn. Wir anderen wurden nach einem Raume geführt, welcher die Größe eines kleinen Saales hatte. Die vordere Seite bildete eine offene, von Säulen getragene Veranda, und die Wände der 3 übrigen Seiten waren, golden auf blauem Grunde, mit Koransprüchen verziert. Wir ließen uns trotz des Staubes, welcher an unseren Kleidern haftete, auf grünsamtene Divans nieder, und ein jeder erhielt eine Wasserpfeife und den Kaffee im Tässchen, welcher anstatt der Fingerns in einem silbernen Dreifuße staken. Das alles hatte den Anschein eines gediegenen Luxus, von welchem sich abermals auf den Reichtum des Besitzers schließen ließ. Wir hatten kaum den Kaffee gekostet, so erschienen Afara und Islam mit dem Hausherrn. Dieser war eine höchst ehrwürdige, imposante Erscheinung, mit einem Barte, welcher an Länge und Fülle demjenigen von Mohammed Emin glich. Der Eindruck, welchen er machte, nötigte unwillkürlich zum Aufstehen, auch wenn dies nicht von der Sitte gefordert worden wäre. Wir erhoben uns. »Salam alaikum«, grüßte er, indem er die Hände wie zum Segen erhob. »Seid willkommen in meinem Hause und denkt, dass es das eure sei.« Er ging von einem zum anderen, um uns die Hand zu reichen, dann ließ er sich mit seinen beiden Verwandten bei uns nieder.
Auch ihnen wurden Pfeifen und Kaffee gebracht, und dann gab er einen Wink, auf welchen sich die Diener zurückzogen. Darauf wurden wir ihm von Isla vorgestellt. Er betrachtete mich eine längere Zeit und reichte mir dann abermals die Hand, die er eine Minute lang in der seinigen behielt. »Du weißt vielleicht noch nicht, dass du mir bekannt bist, Effendi«, sagte er. »Isla hat mir viel von dir erzählt. Er hat dich lieb, und so hast du auch mein Herz besessen, obgleich wir uns noch nicht gesehen haben.« »Ja, deine Worte machen meine Seele leicht«, antwortete ich. »Wir befinden uns nicht in der Wüste oder bei den Weidenplätzen eines Beduinenvolkes, und es ist daher nicht überall gewiss, dass man willkommen geheißen wird.« »Ja, die schöne Sitte unserer Väter verliert sich von Jahr zu Jahr immer mehr. Sie verschwindet in den Städten oder zieht sich klagend in die Wüste zurück. Die Wüste ist der Geburtsort der Hilfsbedürftigkeit, aber Allah lässt auch gerade in ihr die Palme der Bruderliebe wachsen. In der großen Stadt fühlt sich der Fremdling verlassen aus in der Sahara, wo kein Dach ihm den Anblick von Allahs Himmel raubt. Du warst in der Sahara, wie ich vernommen habe. Hast du nicht gefühlt, dass ich die Wahrheit sage? Allah ist überall, wo der Mensch den Glauben an ihn im Herzen trägt. Er wohnt in den Städten und er blickt auf die Hamada. Er wacht über den Wassern und er rauscht durch das Dunkel des Urwaldes. Er schafft im Inneren der Erden und in den hohen Lüften. Er regiert den leuchtenden Käfer und die blitzenden Sonnen. Du hörst ihn im Jubel der Luft und in dem Rufe des Schmerzes. Sein Auge glänzt aus der Träne der Freude und schimmert aus dem Tropfen, mit welchem das Leid die Wange befeuchtet. Ich war in Städten, wo Millionen wohnen, und ich war in der Wüste von jeder Wohnung weit entfernt. Aber niemals habe ich gefürchtet, allein zu sein, denn ich wusste, dass Gottes Hand mich hielt. Effendi, du bist ein Christ, aber ein frommer Mann. Du bist wert, ein Moslem zu sein, und ich ehre dich, als ob die Lehre des Propheten die deinige sei. Isla sagte mir, dass ihr kommt, um mich vor einem schweren Verluste zu bewahren. Sprich du für die anderen. Hat er dir nichts Näheres gesagt? Nein, denn ich musste eilen, euch willkommen zu heißen. So sage mir, ob ein Fremdling seit einiger Zeit in deinem Hause wohnt. Es wohnt ein Fremder hier, ein frommer Mann aus Konye, der aber heute nicht in Adrianopel ist. Er ist nach Hadji Bergas geritten. Aus Konye? Wie nennt er sich? Abd el-Mirata ist sein Name. Er hat das Grabmal des berühmten heiligen Mirata besucht, um ein Gelübde zu erfüllen. Daher nennt er sich den Diener Miratas. Warum wohnt er bei dir? Ich selbst habe ihn eingeladen, bei mir zu bleiben. Er will in Brussa einen großen Bazar errichten und wird hier bedeutende Einkäufe machen. Wohnt noch ein anderer Fremder bei dir? Nein. Wann kehrt er zurück? Heute Abend. So wird er heute Abend unser Gefangener sein. Allah Kerim, wie meinst du das? Dieser fromme Moslem ist ein Mann nach Allahs Wohlgefallen. Warum wollt ihr ihn gefangen nehmen? Weil er ein Betrüger und noch etwas viel Schlimmeres ist. Er hat bemerkt, dass du ein frommer Diener Allahs bist und hat, um dir wohl zu gefallen, die Maske der Frömmigkeit vor sein Angesicht gelegt. Er ist kein anderer als der Mann, welcher Seniza, das Weib Idas, aus ihrer Heimat entführte. Lass dir alles von Isla erzählen. Ghulam erschrak und Isla erzählte. Auch als er geendet hatte, wollte der alte Handelsherr es noch nicht glauben, dass er es mit einem Verbrecher zu tun habe. Er konnte nicht glauben, dass eine Maske so geschickt getragen werden konnte. »Seht ihn euch erst an und sprecht mit ihm«, sagte er. »So werdet ihr sehen, dass ihr euch täuscht.« »Wir brauchen gar nicht mit ihm zu sprechen«, warf Osku ein. »Wir brauchen ihn nur zu sehen, denn ich kenne ihn und Isla kennt ihn auch.« »Ihr braucht ihn weder zu sehen noch zu sprechen«, fügte ich hinzu. »Ich bin gewiss, dass es Barut el-Amasat ist. Abd el-Mirata ließ sich auch Abraham Mamur in Konstantinopel nennen, und ich vermute fast, dass auch Hamd el-Amasat in Skutari den gleichen Namen angenommen hat.« »Aber mein Gast kann doch der richtige Abd el-Mirata sein«, warf Fulam ein. »Das ist allerdings eine Möglichkeit, aber nicht wahrscheinlich. Wir werden also bis heute Abend warten müssen.« Weiter war nichts zu sagen und auch nichts zu tun. Wir erhielten nach alter patriarchalischer Sitte an jeder ein Zimmer und reine Kleider, welche wir anlegten, nachdem wir ein Bad genommen hatten. Dann versammelten wir uns zum Mahle, welches an dem Reichtum des Hauses angemessenes war. Mit Ungeduld erwarteten wir dann den Abend, indem wir uns die Zeit bis dahin mit Gespräch und Schachspiel zu verkürzen suchten. Denn auszugehen war nicht geraten, da ich es für sehr wahrscheinlich hielt, dass Barut el-Amasat nur vorgegeben habe, nach Hadji Bergas zu reiten.
Jedenfalls hatte er Genossen in der Stadt, bei denen seine Gegenwart wohl etwas nötiger war als in dem kleinen Orte, wo er gar nichts zu suchen hatte. Endlich wurde es dunkel und wir zogen uns, um beisammen zu sein, in das Zimmer zurück, welches Isla bewohnte. Ulam hatte uns gesagt, dass er mit seinem Gaste im Selam Lig zu Abend speisen werde, und so beschlossen wir, dass er dann während des Essens von Isla und Osko überrascht werden solle, während wir drei anderen dafür sorgen wollten, dass er nicht entfliehen könne. Wohl noch an die 2 Stunden vergingen, ehe wir den Schritt eines Pferdes vom Hofe herauf erklingen hörten, und eine Viertelstunde später benachrichtigte uns einer der Diener, dass der Herr mit seinem Gaste sich zum Abendmahle gesetzt habe. Wir gingen hinab. Das Tor war verschlossen und der Wächter desselben hatte die Anweisung erhalten, keinen Menschen hinauszulassen. Wir näherten uns mit leisen Schritten dem Selamlik, welches jetzt durch eine Ampel hell erleuchtet wurde, und nahmen zu beiden Seiten hinter den Pfeilern Platz. Wir konnten jedes Wort hören, welches von den beiden Essenden gesprochen wurde. Hulam, der scharf aufmerkte, hatte doch unsere Annäherung wahrgenommen und gab nun dem Gespräche eine auf unser Vorhaben bezügliche Wendung. Er brachte die Rede auf Konstantinopel und fragte bei dieser Gelegenheit: »Bist du oft in Stambul gewesen?« »Einige Male.« »So kennst du die Stadt ein wenig?« »Ja.« »Ist dir der Stadtteil bekannt, welchen man Maharive Kroi nennt?« »Ich glaube, von ihm gehört zu haben. Liegt er nicht oberhalb Eyup an der linken Seite des Goldenen Horns?« »Ja, dort hat sich jüngst etwas ganz Merkwürdiges zugetragen. Man hat nämlich eine ganze Gauner- und Mörderbande gefangen genommen.« »Allah, lala«, rief der Mann erschrocken. »Wie ist das zugegangen?« »Diese Menschen hatten ein Haus, in welches nur diejenigen Zutritt fanden, welche das Wort El Nasser sagten, und...« »Ist's möglich?« unterbrach ihn der Gast. Aus dem Tone, mit welchem diese 2 Worte ausgestoßen wurden, klang nicht der objektive Abscheu des unbefangenen Zuhörers, sondern der subjektive Schreck des Beteiligten. Ich war jetzt überzeugt, dass dieser Mann der Gesuchte sei, und zum Überflusse flüsterte mir Osko, welcher neben mir stand, leise zu: »Er ist es. Ich kann sein Gesicht deutlich sehen.« »Dieses Wort aber hat man belauscht«, fuhr Hulam fort, »und ist mit Hilfe desselben in das Haus eingedrungen.« Er erzählte nun die Begebenheit, und der Gast hörte ihm mit außerordentlicher Spannung zu. Der Letztere frug, als der Bericht beendet war, mit deutlich vibrierender Stimme: »Und war der Usta wirklich erschossen?« »Der Usta? Wer ist das? Wer wird so genannt? Ich habe das Wort ja gar nicht ausgesprochen.« »Ich meine den Anführer, den du Abrahim Mamur nanntest.« Durch die Anwendung des Wortes Usta hatte er sich verraten. Auch Hulam musste nun wissen, woran er war. Doch ließ er sich nichts merken, sondern antwortete ruhig: »Nein, er war nicht tot. Er hatte sich nur gestellt, als ob er von der Kugel getroffen worden sei. Aber am anderen Tage fand er dennoch seinen Lohn. Er wurde von der Galerie des Turmes zu Galata herabgestürzt.« »Wirklich? Schrecklich. Da war er tot?« »Ja, er und ein Grieche namens Colettis, welcher auch mit herabgestürzt wurde.« »Colettis? Jawei! Wer hat sie herabgestürzt?« »Ein Araber aus Tunis, aus der Gegend des Schott el-Jerid, und der eine Blutrache gegen einen gewissen Hamd el-Amasat hat. Dieser Amasat hat einen fränkischen Kaufmann in Blida ermordet, den Neffen desselben erschossen und dann auch den Vater jenes Arabers auf den Schott umgebracht. Der Sohn sucht ihn nun.« »Allah Kerim, was es für böse Menschen gibt. Das kommt aber daher, dass niemand mehr an die Lehre des Propheten glaubt. Wird der Araber diesen Hamd el-Amasat finden?« »Er ist ihm bereits auf der Spur. Dieser Mörder hat einen Bruder, welcher Barut el-Amasat heißt und ein ebenso großer Schurke ist. Er hat die Tochter eines Freundes entführt und als Sklavin verkauft. Sie ist dem Käufer wieder entrissen worden, welcher kein anderer als jener Abrahim Mamur war, und Isla ben Maflai, ein Verwandter von mir, hat sie zum Weibe genommen. Er hat sich aufgemacht, diesen Barut el-Amasat aufzusuchen und zu bestrafen.« Während dieser Rede war der Gast immer ängstlicher geworden. Das Essen war ihm vergangen, und sein Blick hing mit wachsender Aufregung an den Lippen des Erzählers. »Wird er ihn finden?« fragte er. »Sicher, er ist nicht allein. Osko, der Vater des Geraubten, ist bei ihm, sondern der fränkische Arzt, welcher Seniza befreite, sein Diener und endlich auch jener Araber, welcher Abrahim Amur vom Turme gestürzt hat.« »So haben Sie wohl bereits seine Spur gefunden?« »Sie kennen seinen Namen, den er jetzt trägt.«
»Möglich. Wie nennt er sich?« »Abd el-Mirhata. Auch der Usta ließ sich in Stambul so nennen.« »Das ist ja mein Name«, rief er entsetzt. »Allerdings. Allah weiß es, wie Sie gerade auf den Namen eines so frommen Mannes gekommen sind. Ihre Strafe möge darum eine doppelte sein.« »Aber wie hat man diesen Namen erfahren können?« »Das will ich dir sagen. Barut el-Amazat hat einen Sohn im Kloster der tanzenden Derwisch in Pera. Zu ihm ist der fränkische Arzt gegangen und hat getan, als ob er auch ein Nasser sei. Der junge Mensch hat sich betören lassen und ihm den Namen genannt und auch gesagt, dass Barut el-Amazat in Adrianopel bei mir und Hamd el-Amazat in Skutari bei einem fränkischen Händler sei, welcher Kalingre heißt.« Jetzt hielt es der Zuhörer nicht länger aus. Er stand auf und entschuldigte sich. »Ja, das klingt so entsetzlich, dass ich nicht essen kann. Ich bin vom Reiten sehr ermüdet. Erlaube, dass ich schlafen gehe.« Oh, Hulam erhob sich. »Ich glaube, dass du nicht zu essen vermagst. Wer eine solche Rede von sich hören muss, dem schließt die Angst die Gurgel zu.« »Von sich hören muss? Ich verstehe dich nicht. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich, weil er gerade meinen Namen angenommen hat, jener Barut bin.« »Ich glaube es nicht, sondern ich bin überzeugt davon, Schurke.« Da raffte sich der Mensch empor und rief, »Schurke nennst du mich? Tu das nicht noch einmal, sonst!« »Sonst? Was wird sonst geschehen?« erklang es dann neben ihm. Isla war hinzugesprungen und hat seine Seite getreten. »Isla ben Maflai«, erklang es ganz bestürzt. »Ja, Isla ben Maflai, der dich kennt und den du nicht zu täuschen vermagst. Und blicke dich um, da steht noch ein anderer, der mit dir zu reden hat.« Er wandte sich zur anderen Seite, da stand Osko vor ihm. Er sah, dass er verloren sei, wenn ihm nicht eine schnelle Flucht gelang. »Euch führt der Scheitan herbei. Geht zur Jehenna!« Mit diesem Rufe stieß er Isla zurück und wollte entspringen. Er hatte bereits die Säulen erreicht, da trat Harle vor und stellte ihm ein Bein. Er fiel über dasselbe hinweg und stürzte zur Erde nieder. Natürlich wurde er sogleich gepackt und in das Selamlik zurückgebracht. Dieser Mann war ein Feigling. Als er sich von so vielen ergriffen sah, machte er nicht den geringsten Versuch der Gegenwehr. Er ließ sich ruhig binden und auf den Boden niedersetzen. »Herr, glaubst du nur noch an die Frömmigkeit dieses Mannes?« fragte der kleine Hatschi den Wirt. »Er wollte dich bestehlen und dann fliehen.« »Ihr hattet recht«, antwortete der Wirt. »Was geschieht mit ihm?« Da streckte Osko die Hand gegen den Gefangenen aus und sagte, »Er hat mir die Tochter geraubt und mich hinausgetrieben, sie unter Gram und Herzeleid zu suchen. Er gehört mir, so wollen es die Gesetze der Schwarzen Berge.« Da trat ich ihm entgegen. »Diese Gesetze gelten nur auf den Schwarzen Bergen, nicht aber hier. Übrigens hat der Fürst deines Landes diese Gesetze aufgehoben. Ihr habt mir versprochen, diesen Mann dem Richter zu übergeben, und ich hoffe, dass ihr Wort halten werdet.« »Effendi, die Richter dieses Landes sind bekannt«, antwortete der Montenegriner. »Sie werden sich bestechen lassen und ihm Gelegenheit geben, zu entfliehen. Ich verlange ihn für mich.« »Was wirst du mit ihm tun, wenn wir ihn in deine Hand geben?« erkundigte sich unser Wirt. Der Gefragte zog seinen Dolch hervor und antwortete, »Er wird an diesem Stahle sterben.« »Das kann ich nicht zugeben, denn er hat kein Blut vergossen.« »Er hat in Stambul zu den Mördern gehört.« »Gerade darum darfst du ihn nicht töten. Soll sein Sohn straflos bleiben, sollen auch alle entkommen, die man nicht fangen kann, obgleich sie zu denen gehören, welche das Wort El-Nasser kannten. Er muss leben bleiben, damit man ihren Namen erfährt.« »Wer aber macht mich glauben, dass er auch wirklich seine Strafe findet?« »Ich. Der Mann, welcher Hulam heißt, ist nicht der geringste unter den Bewohnern dieser Stadt. Ich werde noch jetzt zu dem Richter gehen, damit er diesen Menschen abholen und gefangen nehmen lässt, und ich schwöre dir bei Allah und dem Propheten, dass er seine Pflicht erfüllen wird.« »So tue es«, sagte Osko finster, »aber ich sage dir, dass ich dich bei deinem Schwure festhalten werde, solange bis ich gerecht worden bin.« Barut el-Amazat wurde eingeschlossen, und der grimmige Osko tat es nicht anders. Er musste mit ihm zusammengesteckt werden. Hulam begab sich zu dem Beamten, und wir erwarteten des Bescheides, den er bringen werde. Als er zurückkehrte, folgten ihm mehrere Kawassen, welche den Gefangenen abzuholen hatten. Er wurde ihnen übergeben, und als sie mit ihm verschwunden waren, konnten wir mit dem Bewusstsein zur Ruhe gehen, unseren Wirt von Nachteil bewahrt und einen bösen Menschen unschädlich gemacht zu haben.
Der Richterspruch eines Kadi lässt nicht lange auf sich warten, und so beschlossen wir zu bleiben, bis das Urteil gesprochen werde. Wir hatten nun Zeit, uns Adrianopel anzusehen. Wir besuchten die Moschee Selims und Murats, ebenso eine türkische Medresse. Dann durchwanderten wir den berühmten Bazar Ali Paschas und machten endlich eine Kahnfahrt auf der Mariza, an welcher die Stadt liegt. Zur Mittagszeit kehrten wir heim und fanden eine Vorladung vor, bei dem Kadi zu erscheinen. Um 9 Uhr türkischer Zeit, was nach unserer Uhr nachmittags 3 Uhr war, erschienen wir vor dem Richter. Das Verhör war ein öffentliches und es hatte sich ein zahlreiches Publikum eingefunden. Ein jeder einzelne von uns musste seine Aussage tun und der Gefangene saß dabei, um es zu hören. Als wir alle gesprochen hatten, fragte der Kadi den Angeklagten: »Du hast gehört, was diese Männer sagen. Ist es wahr oder nicht?« Der Gefragte antwortete nicht. Der Kadi wartete eine Minute und fuhr dann fort: »Du kannst also nichts sagen, um die Anklage dieser Männer zurückzuweisen, und bist also alles dessen schuldig, wessen sie dich bezichtigt haben. Da du ein Glied der Bande bist, welche in Stambul sündigte, so muss ich dich dorthin schaffen. Dort wirst du auch die Strafe für den Raub des Mädchens erfahren. Aber dafür, dass du es gewagt hast, hier in Edrene ein Verbrechen begehen zu wollen, werde ich dir 100 Streiche auf die Füße geben lassen. Das wird sogleich geschehen.« Er winkte den Kirwassen, welche in seiner Nähe standen, und gebot ihnen: »Holt das Brett und die Stöcke.« 2 von ihnen entfernten sich, um die angegebenen Gegenstände herbeizuschaffen. Außer den Beamten und den Parteien war auch ein zahlreiches Publikum anwesend, welches sich eingestellt hatte, um das Schauspiel dieser Verurteilung zu genießen. In diesem Augenblick machte sich im Publikum eine Bewegung geltend, welche an sich zwar unbedeutend war, einem aufmerksamen Beobachter aber nicht entgehen konnte. Es drängte sich nämlich ein Mann langsam doch nachhaltig von hinten nach vorn. Mein Blick fiel auf ihn. Er war lang und hager gebaut, hatte sich in die Tracht der gewöhnlichen Bulgaren gekleidet, schien mir aber keiner zu sein. Sein langer Hals, die Habichtsnase, das lange, schmale Gesicht mit dem abhängenden Schnurrbart, die außerordentlich gewölbte Brust, das alles ließ in ihm eher einen Armenier als einen Bulgaren vermuten. Weshalb drängte dieser Mann sich nach vorn? Tat er dies nur einfach aus einfacher Neugierde oder hatte er vielleicht einen besonderen Zweck? Ich beschloss, ihn genau zu beobachten, es aber nicht merken zu lassen. Die Kawassen kamen zurück. Der eine von ihnen trug einen jener ominösen Stöcke, welche bei der Bastonnade unumgänglich notwendig sind. Der andere ein Brett, an welchem sich vorn und in der Mitte hänfene Schlingen befanden, um Arme und Leib des Delinquenten festzuhalten. Am hinteren Teile war eine einfache Vorrichtung angebracht, um die Beine des Verurteilten emporzuhalten, damit die entblößten Fußsohlen in eine horizontale Lage kamen. »Zieht ihm das Gewand und die Schuhe aus«, befahl der Kadi. Die Kawassen traten zu ihm heran, um den Befehl zu vollführen. Da endlich zeigte er, dass er sprechen kann. »Halt«, rief er, »ich lasse mich nicht schlagen.« Die Augenbrauen des Kadi zogen sich zusammen. »Nicht?«, fragte er. »Wer will es mir verbieten, dir die Bastonnade geben zu lassen?« »Ich.« »Und magst du so mit mir zu sprechen? Soll ich dir 200 geben lassen, anstatt nur 100?« »Nicht einen einzigen Schlag darfst du mir geben lassen. Du hast wohl Verschiedenes gesagt und gefragt, aber das Notwendigste hast du doch vergessen. Oder hast du dich etwa erkundigt, wer und was ich bin?« »Das ist nicht nötig. Du bist ein Mörder, ein Dieb. Das ist genug.« »Ich habe bis jetzt noch nicht das Geringste zugegeben, aber schlagen lassen darfst du mich auf keinen Fall.« »Warum?« »Weil ich kein Moslem bin, sondern ein Christ.« Während dieser Worte hatte der den Fremden bemerkt, der sich herbeigedrängt hatte. Dieser hütete sich wohl, eine verräterische Bemerkung zu machen, welche ihn in den Verdacht der Bekanntschaft oder gar des Einvernehmens mit dem anderen hätte bringen können. Aber seine Miene, sein Blick, seine ganze Haltung war darauf berechnet, sich ihm zu zeigen und ihm Mut einzuflößen. Man sah es dem Kadi an, dass die soeben vernommenen Worte doch einigen Eindruck auf ihn machten. »Ein Giaur bist du?« fragte er. »Wohl gar ein Franke?« »Nein, ich bin Armenier.« »Also doch ein Untertan des Padischah, dem Allah 1000 Leben schenken möge. Da darf ich dich also auch schlagen lassen.« »Du hast«, antwortete der Armenier, indem er sich bemühte, eine möglichst sichere Haltung anzunehmen und seinem Tone einen stolzen Ausdruck zu geben. »Ich stehe nicht unter dem Sultan, auch nicht unter dem Patriarchen.
Ich bin der Geburt nach Armenier, aber ich bin ein evangelischer Christ geworden und als Dolmetscher bei der englischen Gesandtschaft angestellt. Ich bin in diesem Augenblick englischer Untertan und mache dich auf die Verantwortung aufmerksam, welche du auf dich ladest, wenn du mich als Untertan des Großherrn behandeln und nun gar schlagen lassen willst.« Herr Kadi machte ein sehr enttäuschtes Gesicht. Er hatte sich vorgenommen gehabt, dem in Adrianopel so hoch angesehenen Hulam nach allen Kräften zu Diensten zu sein. Und nun kam ihm diese Aussage des Armeniers dazwischen. »Kannst du es beweisen?« fragte er ihn. »Ja, so beweise es. Frage bei der englischen Gesandtschaft in Stambul an.« »Nicht ich bin es, sondern du bist es, der den Beweis zu führen hat.« »Ich kann ihn nicht führen, da ich ja Gefangener bin.« »So werde ich einen Boten nach Stambul senden, aber die 100 Streiche werden sich in das Doppelte verwandeln, wenn du mich belogen hast.« »Ich sage die Wahrheit, aber selbst dann, wenn dies nicht der Fall wäre, dürftest du mich nicht schlagen lassen oder ein Urteil über mich fällen. Du bist Kadi, ich aber verlange, vor ein ordentliches Mevlevit gestellt zu werden.« »Ich bin dein Mevlevit.« »Das ist nicht wahr. Ich verlange, von dem Billad Ikam Simronatari gerichtet zu werden. Und selbst wenn ich von einem der Kasi vernommen werden soll, darf dies nicht aus einem einzigen Manne bestehen, sondern aus einem Kadi, einem Mufti, einem Naib, einem Ayak Naib und dem Bashkiatib.« Die von dem Armenier angeführten Behörden bedeuten der Reihe nach Richter, Kron- oder Staatsanwalt, dessen Stellvertreter, ein Zivilleutnant und einem Gerichtsschreiber. Jetzt machte der Kadi ein wirklich sehr verdrießliches Gesicht. Der Grimm blitzte ihm aus seinen Augen. »Mensch«, rief er, »du kennst die Gesetze und die Ordnung der Prozesse so gut und hast die Gesetze doch übertreten. Ich werde dafür sorgen, dass deine Strafe eine dreifache wird. Tue, was du willst, aber sieh zu, ob es dir auch gelingt. Ich protestiere im Namen der Gesandten von Großbritannien gegen die Schläge, welche du mir zugedacht hast.« Der Kadi blickte uns verlegen der Reihe nach an und sagte dann: »Das Gesetz zwingt mich, auf deine Worte zu hören. Glaube aber nicht, dass deine Sache dadurch eine für dich bessere Wendung bekommt. Du bist ein Mörder und wirst deinen Kopf lassen müssen. Führt ihn in das Gefängnis zurück und bewacht ihn 10-fach strenger als alle anderen Gefangenen.« Der Armenier wurde abgeführt und warf vorher einen Blick des Triumphes und Einverständnisses auf den Fremden, welcher diesen Blick erwiderte, ohne dass dies, außer von mir, bemerkt worden wäre. Sollte ich den Kadi auf diesen Mann aufmerksam machen? Was konnte es nützen? Selbst wenn der Fremde dem Gefangenen näher als gewöhnlich bekannt war, lagen keine Gründe vor, sich amtlich seiner zu bemächtigen. Und falls dies auch geschehen konnte, so war zu erwarten, dass diese beiden sich sicherlich nicht verraten würden. Ich traute überdies dem Kadi gar nicht zu, der rechte Mann für so verschlagene Leute zu sein. Darum beschloss ich, diesen Fremden ganz im Stillen auf mich zu nehmen. Die Sitzung war beendet und die Zuschauer entfernten sich. Der Kadi trat zu Hulam, um sich zu entschuldigen, und Osko, der bunte Negriner, wendete sich ärgerlich an mich. »Habe ich es nicht gesagt, Effendi, dass es so kommen werde?« »Diese Wendung hatte ich nicht erwartet«, antwortete ich. »Ich bin zwar kein Kadi und Mufti, aber ich denke, dass der Richter allerdings nicht anders handeln kann.« »Er muss in Stambul anfragen, ob dieser Mensch die Wahrheit gesagt hat oder nicht?« »Ja.« »Aber wie lange das dauern wird?« »Man muss sich da reinfügen.« »Und wenn er wirklich ein englischer Untertan ist?« »So wird er dennoch seine Strafe erhalten.« »Und ist er es nicht?« »So hat er den Kadi belogen, und dieser wird das Seinige tun, dass der Richterspruch so streng wie möglich ausfällt.« »Übrigens glaube ich kein Wort von dieser englischen Untertanenschaft.« »Oh, es ist doch vielleicht möglich. Weshalb hätte er sich eine solche Lüge aussinnen sollen?« »Zunächst, um der Bastonade zu entgehen, und sodann, um Zeit zu gewinnen. Man muss dem Kadi begreiflich machen, dass er den Gefangenen auf das Strengste bewachen soll. Ich bin überzeugt, dass dieser alles tun wird, um zu entkommen.« »Effendi, willst du nicht mit dem Kadi sprechen?« »Tut ihr es. Mir fehlt die Zeit. Ich habe einen eiligen Weg, von dem ich euch vielleicht nachher berichten werde. Wir sehen uns dann bei Hulam wieder.« Der Fremde, welchen ich für einen Armenier hielt, hatte nämlich jetzt auch den Ort verlassen. Ich wollte irgendetwas über ihn erfahren, und so ging ich ihm nach. Er schritt langsam und nachdenklich dahin, und ich folgte ihm wohl 10 Minuten lang. Da wendete er sich ganz plötzlich und rasch um und erblickte mich. Ich war während der Verhandlung natürlich hervorragend beteiligt gewesen. Er hatte mich dort gesehen und beobachtet und erkannte mich sofort wieder.
Er ging weiter, bog aber dann in eine sehr enge Nebengasse ein. Ich beschloss dennoch, ihn nicht aus den Augen zu lassen und nahm den Gang und die Haltung eines Mannes an, der nur mit sich selbst beschäftigt ist und keine große Acht auf andere hat. Er mochte das Gässchen halb durchschritten haben, da drehte er sich zum zweiten Male um. Er musste mich abermals erblicken, und das fiel ihm sicherlich auf. So ging es durch mehrere Gassen und Gässchen, er sich zuweilen nach mir umsehend und ich ihn nicht aus den Augen lassend. Im Eifer der Verfolgung war es mir schließlich ganz gleich geworden, ob er es bemerkte, dass ich es auf ihn abgesehen hatte. Der Umstand, dass er sich vor mir scheute, bestärkte mich nur in meiner Überzeugung, er könne sich nicht eines guten Gewissens rühmen. Das mochte er auch einsehen, denn als er abermals in eine kleine Gasse eingebogen war und ich dann eine halbe Minute später um die Ecke kam, stand er hinter derselben. Er blickte mich mit flammendem Auge an und fragte, »Folgst du etwa mir?« Ich blieb vor ihm stehen, betrachtete ihn genau und antwortete, »Was geht dich mein Weg an?« »Sehr viel. Er scheint der meinige zu sein.« »Wohl dir, wenn es so ist, denn der Weg, den ich gehe, ist ein sehr ehrlicher und offener.« »Willst du etwas sagen, dass der meinige dies nicht sei?« »Ich kenne deine Wege nicht und habe nichts mit dir zu schaffen.« »Das hoffe ich«, meinte er höhnisch. »Darum solltest du jetzt einmal vorangehen.« »Mir gleich«, antwortete ich. Ich schritt weiter, ohne mich nach ihm umzusehen, aber mein Ohr war geübt genug, sich nicht von ihm täuschen zu lassen. Ich hörte seine Schritte hinter mir. Dann entfernten sie sich. Sie sollten leise sein, aber ich vernahm sie doch. Als ich sie nicht mehr hörte, drehte ich mich rasch um und lief zurück. Richtig, dort eilte er hinab und bog in eine andere Gasse ein. Ich folgte ihm nun, wo er mich nicht sehen konnte, und kam just zur rechten Zeit an die nächste Ecke, um zu sehen, dass er abermals um eine andere Ecke bog. Natürlich stand ich einige Augenblicke später an derselben und bemerkte, dass er nach der Chargia Ali Paschas einlenkte. Chargia bedeutet Bazar und ist von dem slawonischen Worte Chaschit zu leiten, welches bezaubern bedeutet. Es soll damit auf den Eindruck hingedeutet werden, welchen die Waren auf dem Beschauer machen. Der Mann dachte natürlich, dass ich im Gedränge des Bazars seine Spur sicher verlieren würde, wenn ich desselben noch immer folgen sollte. Mir aber war diese Wendung lieb, denn eben dieses Gedränge machte es mir möglich, ganz nah an ihn heranzukommen, ohne von ihm bemerkt zu werden. Das geschah denn auch. Ich blieb hart hinter ihm, obgleich er seine Richtung wohl noch mehr als 10-mal änderte. Endlich, wir waren gerade durch den Kleiderbazar gekommen, schritt er auf ein ganz in der Nähe befindliches Karawanserei zu, in dessen Tor er trat. Hier konnte er mir nicht entgehen, da ich annehmen musste, dass das Serai keinen zweiten Ausgang habe. Nun fragte sich nur, ob er dort wohne oder durch seinen Eintritt einen anderen Zweck verfolge. Ich wurde, als ich stehen blieb, um ihn zu beobachten, von dem Letzteren überzeugt. Er blieb nämlich hinter dem Tore stehen und rekognoszierte den vor ihm liegenden Platz sehr sorgfältig. Jedenfalls nach mir. Da kam mir ein Gedanke. Ich trat zu dem nächsten Händler. »Salam alaikum.« »Alaikum«, antwortete der Mann höflich. »Hast du ein blaues Turbantuch?« fragte ich. »Ja, Effendi.« »Und einen Maluta?« »So viele du willst.« »Ich habe Eile. Ich will mir beides nur leihen, aber nicht kaufen. Mache schnell und gib mir den Mantel und das Tuch. Hier ist meine Uhr, hier sind meine Waffen. Dazu gebe ich dir meinen Kaftan und auch noch 500 Piaster. Das alles wird genug sein, dir Sicherheit zu geben, dass ich wiederkomme.« Er blickte mich erstaunt an. So etwas war ihm wohl noch gar nicht begegnet. »Effendi, warum tust du das?« fragte er. Um nicht aufgehalten zu werden, musste ich es ihm sagen. »Ich verfolge einen Mann, der mich kennt, mich aber nicht mehr erkennen soll«, antwortete ich. »Schnell, sonst entgeht er mir.« »Allah, ilala, du bist ein Gisli, Aramchi?« fragte er. »Frage nicht, sondern eile«, gebot ich ihm. »Oder weißt du nicht, dass der Großherr Hilfe von dir fordert, wenn es gilt, einen flüchtigen Verbrecher zu ergreifen?« Jetzt glaubte er fest, dass ich ein verkleideter Kawasse sei. Ich legte meinen Kaftan ab, er warf mir den Mantel über und wand mir das Tuch als Turban um den Kopf. Als ich ihm die erwähnten Gegenstände zum Pfand gegeben hatte und nun fertig war, trat ich an den Eingang, um dort zu warten. Ich hatte den Armenier nicht aus den Augen gelassen. Er stand noch hinter dem Tor, um zu spähen. Der Gyinchi folgte mit seinem Auge der Richtung meines Blickes.
Er bemerkte, auf wen meine Aufmerksamkeit gerichtet war, und fragte: »Effendi, meinst du den Mann, der da drüben im Tore steht?« »Ja.« »Er ist soeben hier vorübergekommen?« »Allerdings.« »Und hat mich gegrüßt?« »Das habe ich nicht bemerkt. Du bist also ein Bekannter von ihm?« »Ja, ich habe Kleider von ihm gekauft. Du denkst, dass er ein Verbrecher sei?« »Ich werde es erfahren. Wie heißt er?« »Du bist ein Diener des Padischahn, darum will ich ehrlich mit dir sein. Sage, was du wissen willst.« »Waren die Kleider, welche du von ihm gekauft hast, neu?« »Nein.« »Er ist also kein Tazi?« »Oh nein. Ich habe großen Schaden gehabt. Die Kleider waren sehr billig, aber der größte Teil wurde mir wieder abgenommen, denn sie waren Männern, die man auf der Straße angefallen hatte, abgenommen worden.« »Bestrafte man diesen Menschen nicht?« »Er ist hier fremd und war nicht zu finden. Und dann, als er wieder kam und man ihn ergriff, ließ man ihn um seines Geldes willen unbestraft gehen.« »Wer ist er?« »Er kleidet sich wie ein Bulgare, aber er ist ein Armenier und heißt Manach El-Barsha.« »Weißt du, wo er wohnt?« »Er ist einem des Scharaj in Uskup. Viele Armenier haben die Steuern gepachtet.« »Und wo befindet er sich hier?« »Wenn er in Edrine ist, so wohnt er bald hier und bald dort, am meisten aber in dem Mechan des Hanschia Doxati.« »Wie finde ich diesen?« »Er bewohnt das Haus gleich neben dem griechischen Metropoliten.« »Auch diesen wusste ich nicht, aber ich durfte doch nicht zeigen, dass ich hier so sehr unbekannt sei. Übrigens verließ gerade jetzt der Armenier des Serai und ich folgte ihm, nachdem ich dem Händler einen kurzen Gruß zugeworfen hatte. Es war sicher ein sehr glücklicher Umstand, dass ich hier jemand gefunden hatte, der diesen Manach El-Barsha so genau kannte. Wer weiß, wie lange ich sonst hätte suchen und fragen müssen, ehe ich mit meiner Erkundigung an die richtige und zuverlässige Quelle gekommen wäre. Der Armenier wendete sich zwar noch einige Male um, aber es fiel ihm nicht ein, in mir den Mann zu vermuten, der ihn verfolgt und mit dem er sogar gesprochen hatte. Ich brauchte mich also nicht mehr so sehr in Acht zu nehmen wie vorher und sah endlich, dass er in ein Haus trat, welches allerdings ein Gasthaus zu sein schien. In der Nähe hatte ein Kastanienhändler seinen Platz. Ich kaufte ihm eine Handvoll seiner Früchte ab und erkundigte mich bei ihm. »Weißt du, wer in dem großen Hause wohnt, hier zur Linken?« »Der griechische Metropolit Effendi.« »Und wer hier daneben?« »Ein bulgarischer Gastwirt. Er heißt Doxati. Willst du vielleicht bei ihm wohnen? Es ist billig und bequem bei ihm.« »Nein, ich suche den Gastwirt Marato.« »Den kenne ich nicht.« Damit meine Erkundigung nicht auffallen sollte, hatte ich den ersten besten Namen, der mir einfiel, genannt. Ich ging fort, denn für jetzt wusste ich genug. Was nun zu tun war, musste sich erfinden. Es galt, dafür zu sorgen, dass der Gefangene nicht entfliehen könne. Und zu erfahren, in welcher Beziehung dieser Mann nach El-Barsha zu ihm stehe, war jedenfalls nicht leicht. Aber es musste doch auf irgendeine Weise versucht werden. Ich merkte mir das Gasthaus des bulgarischen Wirtes genau, um es, falls dies notwendig werden sollte, selbst am Abend finden zu können, und kehrte zu Hulam zurück, dessen Wohnung zu verfehlen gar nicht schwer gewesen wäre. Man hatte längst auf mich gewartet. Der Ausgang der Gerichtsverhandlungen war allen unlieb, und sodann hatten sie sich meine so schnelle Entfernung nicht erklären können. »Sidi«, meinte mein kleiner Haji Halef Omar, »ich sage dir, dass ich große Sorge um dich gehabt habe.« »Sorge um mich? Warum?« »Warum? So fragst du?« sagte er ganz erstaunt. »Weißt du denn noch immer nicht, dass ich dein Freund und Beschützer bin?« »Das weiß ich allerdings, mein guter Halef.« »Nun, als Freund hast du mir zu sagen, wohin du gehst, und als Beschützer hast du mich sogar mitzunehmen.« »Ich konnte dich nicht gebrauchen.« »Mich nicht gebrauchen«, sagte Halef, indem er ganz energisch an seinen 13 Schnurrbarthaaren herumzupfte. »Du hast mich gebrauchen können in der Sahara, in Ägypten, am Tigris, bei den Teufelsanbetern, in Kurdistan, in den Ruinen, deren Name mir nicht zugleich einfällt, in Istanbul und überall. Hier aber willst du mich nicht gebrauchen können? Das glaube ich nicht. Weißt du, dass es hier ebenso gefährlich ist, als in der Sahara oder im Tal der Stufen, wo wir die vielen Feinde gefangen haben?« »Warum?« »Weil man hier seine Feinde vor lauter Menschen nicht sehen kann.« »Oder glaubst du etwa, ich wisse nicht, dass du dich eines neuen Feindes wegen entfernt hast?« »Woher kommt dir dieser Gedanke?« »Ich folge stets deinen Augen und sehe, was sie tun.« »Nun, was haben sie getan?« »Sie haben beim Kadi einen Bulgaren beobachtet, der aber kein Bulgare war. Als dieser ging, bist du schleunigst aufgebrochen.« »Wahrhaftig, Halef, du hast ganz recht beobachtet«, sagte ich.
»O, Sidi«, meinte er stolz, »weißt du noch, als wir durch das Wadi Tafaul ritten und du die Dab der Mörder beobachtetest?« »Ja, das weiß ich noch.« »Da lachte ich dich aus, dass du im Sande lesen wolltest. Ich war damals das, was der Türke Amak nennt, aber ich hielt mich dennoch für außerordentlich klug.« »Ah, du hast unterdessen von mir gelernt, nicht wahr?« Er wurde einigermaßen verlegen. Er wollte doch nicht so gerade zugestehen, dass ein Beschützer von dem Beschützten gelernt habe, und konnte es auch nicht ganz und gar verneinen. Darum antwortete er, um sich wenigstens nicht zu auffällig eine Blöße zu geben, »Wir haben uns gegenseitig unterrichtet, Sidi. Was du konntest, das habe ich von dir gelernt, und was ich wusste, das hast du von mir angenommen. Auf diese Weise sind wir klüger geworden, so klug, dass beide, Allah und der Prophet, ihre Freude an uns haben. Wärest du nicht ein Christ, sondern ein Gläubiger, so würde diese Freude tausendfach größer sein.« »Was du das sagst, muss einer sorgfältigen Prüfung unterworfen werden. Wollen wir gleich heute einmal sehen, ob du wirklich so klug bist, wie du denkst.« Seine kleinen Augen blitzten beinahe zornig auf. »Sidi«, sagte er, »willst du mich etwa beleidigen? Ich bin dir ein treuer Diener gewesen, seit ich dich kenne. Ich habe dich beschützt in allen Gefahren des Leibes und der Seele. Ich bin dein Freund und dein Gönner, denn ich habe dich so lieb, dass ich gar nicht weiß, wem mein Herz mehr gehöre, dir oder meiner Hanne, der Blume der Frauen. Ich habe mit dir gehungert und gedürstet, geschwitzt und gefroren. Ich habe mit dir und für dich gekämpft. Kein Feind hat meinen Rücken zu sehen bekommen, denn es wäre mir eine Schande gewesen, dich zu verlassen. Und nun willst du sehen, ob ich klug bin? Für dies alles hast du nichts als eine Beleidigung? Sidi, ein Fußtritt hätte mir nicht weh getan als dieses Wort.« Der brave Mensch meinte es ernst. In seinen Augen bemerkte ich einen feuchten Schimmer. Es war natürlich weder meine Absicht gewesen, ihn zu kränken, noch ihn zu beleidigen. Darum legte ich ihm beruhigend die Hand auf die Schulter und antwortete, »So habe ich es nicht gemeint, mein guter Halef. Ich wollte nur sagen, dass es eben jetzt eine Gelegenheit gibt, deine Klugheit zu betätigen.« Das stimmte ihn sofort um. »Sage mir diese Gelegenheit, Sidi«, meinte er, »und du wirst sehen, dass ich deines Vertrauens würdig bin.« Es handelt sich um den Mann, welchen ich während des Verhörs beobachtet hatte. Er scheint mir ein Bekannter des Gefangenen zu sein, fiel Halef ein, um mir zu beweisen, dass er nicht nur meine Gedanken erraten, sondern auch scharf nachgedacht habe. Allerdings, antwortete ich, »vielleicht hatte die Absicht, ihm von Nutzen zu sein.« »Daran zweifle ich gar nicht. Dieser Barut el-Amasad kann sein Heil nur in der Flucht finden. Wer ihn retten will, muss es ihm ermöglichen, zu entkommen.« Der Fremde warf ihm beruhigende und ermunternde Blicke zu, und das hat er sicherlich nicht ohne ganz besondere Absicht getan. »Du bist ihm nachgegangen, um seine Wohnung zu erfahren?« »Ja, auch seinen Stand und Namen weiß ich bereits.« »Was ist er?« »Er heißt Manach el-Barsha, ist Steuereinnehmer in Uskub und logiert mit dem Hadji Aduxati hier.« »Wala, ich ahne, in welcher Weise ich meine Klugheit betätigen soll.« »Hättest du das wirklich erraten?« »Ja, ich soll diesen Manach el-Barsha bewachen.« »Ganz recht. Das kann ich aber nur dann, wenn ich auch bei Aduxati wohne.« »Du wirst hinreiten, sobald es dunkel ist. Ich werde mitgehen, um dir das Haus zu zeigen.« Da trat Osko, der Montenegriner, vor und sagte, »Auch ich werde wachen, Sidi.« »Wo?« »Vor dem Zindan, in welchem sich der Gefangene befindet.« »Denkst du, dass dies nötig sein wird?« »Es ist mir ganz gleich, ob es nötig ist oder nicht. Er hat meine Tochter als Sklavin verkauft und mir vieles und großes Herzeleid bereitet. Er ist meiner Rache verfallen. Du bist ein Christ. Du sagst, die Rache sei Gottes, und ich habe dir deinen Willen getan, indem ich Barut el-Amasad den Händen des Kadi überlassen habe. Will er sich derselben entziehen, so habe ich darüber zu wachen, dass er nicht auch mir entgehe. Ich verlasse euch und werde es euch sofort melden, wenn ich etwas Wichtiges beobachte.« Nach diesen Worten verließ er uns, ohne im Mindesten auf unsere Bemerkungen zu hören. Jetzt packte Halef seine Habseligkeiten zusammen und setzte sich auf sein Pferd. Er wollte sich den Anschein geben, als ob er erst jetzt in Adrianopel ankomme. Ich geleitete ihn zu Fuß bis in die Nähe der Hadschia und wartete, bis er in das Tor desselben eingeritten war. Dann begab ich mich nach dem Bazar zurück, um meine Kleidung wieder einzutauschen. Als ich Hulams Haus wieder erreichte, war es unterdessen dunkel geworden. Er machte uns den Vorschlag, ein Bad zu besuchen, wo es guten Kaffee, Karaschekler und ausgezeichnetes Eis, was bei Desi gäbe.
Wir erfüllten seinen Wunsch. Über die türkischen Bäder wird so viel geschrieben, dass eine Bemerkung hier überflüssig wäre. Die Schattenspiele, welche wir nach dem Bad in Augenschein nahmen, konnten nicht Anspruch auf Lob machen. Die Gelees mochten wirklich ausgezeichnet sein, sie waren aber nicht nach meinem Geschmack. Als wir das Hammam verließen, fanden wir den Abend so köstlich, dass wir uns entschlossen, noch einen kleinen Spaziergang zu machen. Wir verließen die Stadt auf der Westseite derselben und promenierten am Ufer des Arda dahin, welches sich hier in die Maritza ergießt. Es war spät geworden, als wir umkehrten. Es mochte noch eine Stunde an Mitternacht fehlen, aber es war ziemlich hell. Noch hatten wir die Stadt nicht erreicht, als uns drei Reiter entgegenkamen. Zwei ritten auf Schimmeln, der dritte hatte ein dunkles Pferd. Sie trabten an uns vorüber, ohne uns zu beachten. Dabei machte der eine der ersteren gegen den anderen eine an sich gleichgültige Bemerkung. Ich hörte dies und blieb unwillkürlich stehen. »Was ist's?« fragte Isla. »Kanntest du sie?« »Nein, aber diese Stimme kam mir bekannt vor.« »Du wirst dich täuschen, Sidi. Stimmen sind sich oft sehr ähnlich.« »Das ist wahr und das beruhigt mich. Ich hätte sonst gedacht, dass es die Stimme dieses Barut el-Amasad sei.« »Dann müsste er ja entflohen sein.« »Allerdings, aber das ist ja gar keine Unmöglichkeit.« »Wäre es der Fall, so wird er die breite Straße nach Philibé eingeschlagen und nicht diesen einsamen, unsicheren Weg gewählt haben.« »Gerade dieser Weg ist für einen Flüchtling sicherer als die belebte Straße nach Philibé.« »Die Stimme war ganz die seinige.« »Es war, als ob mir eine geheime Stimme sage, dass ich mich nicht geirrt habe.« Ich beschleunigte meine Schritte und die anderen mussten mit mir in derselben Schnelligkeit folgen. Als wir nach Hause kamen, wurden wir schon seit längerer Zeit erwartet, und zwar von Osko, welcher unter dem Tore stand. »Endlich«, rief er, »ich habe euch mit Schmerzen erwartet. Mir scheint, es ist etwas geschehen.« »Was?« fragte ich gespannt. Ich lag, als es dunkel war, am Tore des Gefängnisses. Da kam einer, welches sich öffnen ließ. Er trat ein und kam nach einiger Zeit mit noch zwei anderen aus dem Hause. »Hast du einen erkannt?« »Nein, aber als sie gingen, hörte ich den einen sagen, das ist schneller geglückt, als ich dachte. Ich schöpfte Verdacht und schlich ihnen nach, aber in der Ecke einer Straße verlor ich sie. Und dann? Dann ging ich hierher, um euch den Vorfall zu melden. Ich fand euch nicht daheim und habe vergeblich gewartet.« »Gut, wir werden uns sofort überzeugen. Hulam mag mitkommen, die anderen können bleiben.« Ich eilte mit den Genannten nach der Straße, in welcher Duxati sein Fremdenhaus hatte. Das Tor war noch geöffnet und wir traten ein. Es gab ein gemeinschaftliches Zimmer, welches nach dem Hofe zu geöffnet war, aber nach der Straße kein Fenster hatte. Ohne da hineinzugehen, gebot ich einem der anwesenden dienstbaren Geister, mir den Wirt zu bringen. Duxati war ein kleines, altes Männchen mit einem sehr verschlagenen griechischen Gesichte. Er machte mir eine tiefe Reverenz und fragte nach meinem Begehr. »Ist heute Abend ein Gast hier eingekehrt?« fragte ich ihn. »Mehrere, Herr«, antwortete er. »Ich meine einen kleinen Mann, welcher zu Pferde kam.« »Der ist da. Er hat einen Bart, welcher so dünn ist wie der Schwanz einer alten Henne.« »Du sprichst sehr unehrerbietig, aber es wird derjenige sein, welchen ich suche.« »Wo ist er?« »In seinem Oder.« »Führe mich zu ihm.« »Komm, Herr.« Er schritt voran in den Hof hinaus und eine Art Stiege empor. Dort oben sah man beim Schein einer Lampe mehrere Türen. Er öffnete eine derselben. Auch hier brannte eine Lampe, aber das mit einer einzigen alten Matte versehene Gemach war leer. »Wohnt er hier?« fragte ich. »Ja.« »Aber er ist ja nicht da.« »Allah weiß es, wo er ist.« »Wo hat er sein Pferd?« »Im Stalle, welcher sich im zweiten Ablu befindet.« »War er heute Abend unten bei den anderen Gästen?« »Ja, dann aber stand er lange Zeit unter dem Tore.« »Ich suche außer ihm noch einen anderen Mann, welcher Manach el-Barscha heißt. Kennst du ihn?« »Warum soll ich ihn nicht kennen? Er hat ja heute bei mir gewohnt.« »Hat. Er wohnt also nicht mehr hier?« »Nein, er ist abgereist.« »Allein?« »Nein, sondern mit zwei Freunden.« »Sie ritten?« »Ja.« »Was für Pferde?« »Zwei Schimmel und einen braunen.« »Wohin sind sie?« »Sie wollen nach Philibé und dann weiter nach Sofia.« »Kanntest du die beiden Freunde?« »Nein, er ging aus und brachte sie mit.« »Hat er drei Pferde mitgebracht?« »Nein, sondern nur den braunen. Die Schimmel hat er heute gekauft, als es beinahe Abend war.« Jetzt wusste ich genau, dass mein Gehör mich nicht getäuscht hatte.
Barut el-Amazad war mit Hilfe dieses Manach el-Barscha entkommen. Wer aber war der Dritte gewesen? Vielleicht ein Schließer des Gefängnisses, welcher den Gefangenen herausgelassen und infolgedessen gezwungen gewesen war, sich ihnen anzuschließen? Ich fragte weiter. Der Mann, nach welchem ich dich zuerst fragte, ist ihnen nicht nachgefolgt? Nein. Weißt du das genau? Sehr genau. Ich stand am Tore, als sie fortritten. Führe uns zu seinem Pferde. Er führte uns über den vorderen Hof und durch einen gewölbten Durchgang nach einem niedrigen Gebäude. Der Geruchssinn sagte mir schon von Weitem, dass es ein Stall sei. Er öffnete die Türe desselben. Es war dunkel, aber ein leises Schnaufen sagte mir, dass ein Pferd vorhanden sei. »Man hat das Licht gelöscht«, sagte er. »Brannte eins?«, fragte ich. »Ja.« »Standen die Pferde dieses Manach el-Barscha auch hier?« »Ja, ich war nicht dabei, als er sie holte.« »So wollen wir anzünden.« Ich zog ein Zündhölzchen heraus und bald hatten wir Licht in der alten Laterne, welche an der Mauer hing. Jetzt erkannte ich Halefs Pferd und daneben auf dem Boden einen formlosen Klumpen, welcher in einen Kaftan gewickelt und mit Stricken umwunden war. Ich riss die Stricke auf und entfernte den Kaftan. Es war mein kleiner Haji Halef Omar. Es dauerte einige Zeit, ehe er vollständig bei Atem war. Dann sprang er auf, ballte beide Fäuste und rief: »La, la, la, Sidi, wo sind die Hunde, die mich überfallen haben? Die Söhne von Hunden und Enkel von Hundesöhnen, welche mich dann einwickelten und banden?« »Das musst du doch wissen«, antwortete ich. »Ich? Ich soll es wissen? Wie kann ich es wissen, da ich doch gefesselt war wie der heilige Koran, welcher in Damask an eisernen Ketten hängt?« »Warum hast du dich fesseln lassen?« Er blickte mich ganz erstaunt an. »Das fragst du mich? Du, der du mich hierher beordert hast, damit ich...« »Damit du eine Probe deiner Klugheit geben sollst«, unterbrach ich ihn. »Sie ist nicht sehr rühmlich für dich ausgefallen.« »Sidi, kränke mich nicht. Wenn du dabei gewesen wärst, so würdest du mich entschuldigen.« »Das ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Weißt du, dass Manach el-Barscha entkommen ist?« »Ja, der Scheitan mag ihn fressen.« »Und Barut el-Amazad mit ihm?« »Ja, die Jehenna mag ihn verschlingen.« »Und dass du schuld bist an allem?« »Nein, das weiß ich nicht. Das ist nicht wahr.« »So erzähle.« »Das werde ich tun. Als ich zu diesem Haji Abdoksati kam, der hier steht und den Mund aufsperrt, als ob er der Scheitan sei, welcher Manach el-Barscha verschlingen soll, da hörte ich, dass der letztere drei Pferde besitze, weil er in der Dämmerung zwei Schimmel gekauft habe. Ich beobachtete ihn und sah, dass er das Haus verließ.« »Ahntest du, was er vorhatte?« »Ja, Sidi.« »Und warum folgtest du ihm nicht?« »Ich dachte, dass er nach dem Gefängnisse gehen werde. Dort aber stand ja Oskar auf der Lauer.« »Das ist allerdings nicht unrichtig.« »Siehst du, dass du mir recht geben musst, Sidi?« Man hörte es der Stimme des kleinen Mannes an, dass er sich jetzt bedeutend erleichtert fühlte. Er fuhr fort: »Ich ahnte, dass er den Gefangenen befreien wolle, aber ich wusste auch, dass er seine Pferde brauche. Jedenfalls musste er nach dem Stalle zurückkommen, und darum versteckte ich mich dort, um ihn zu überraschen.« »Verstecken? Das war nun nicht grad nötig. Du hättest nach einigen Kawassen schicken oder sie selbst herbeiholen sollen. Das wäre das Sicherste gewesen.« »Oh, Sidi, das Sicherste ist nicht allemal auch das Schönste, und ich dachte es mir so schön, die Schurken allein zu fangen.« »Das müssen wir jetzt büßen.« »Na, wird sie uns wieder in die Hand geben. Also, ich wartete. Als sie kamen, waren es drei. Sie fragten mich, was ich da wolle. Aber kaum hatte mich Barut el-Amazad angesehen, so erkannte er mich. Ich war ja beim Verhör als Zeuge gegen ihn aufgetreten. Es entspann sich eine Prügelei. Ich wehrte mich nach Kräften. Ich zerriss sogar diesem Barut die Kleider, aber die Prügel bekam ich.« »Warum gebrauchtest du deine Waffen nicht?« »Sidi, sechs Arme hielten mich umschlungen, und ich habe ja nur zwei. Hätte mir Allah zehn Arme verliehen, so wären mir vier davon für die Waffen übrig geblieben. Ich wurde endlich auf den Boden gerungen. Man wickelte mich in meinen Kaftan und umwand mich mit Stricken. Da habe ich gelegen, bis du kamst, mich zu befreien. So ist es geschehen.« »Oh weh, Haji Halef Omar, oh weh.« »Sidi, auch ich möchte rufen, wei, wei, aber das hilft uns nun doch nichts. Sie sind fort. Befänden wir uns in der Wüste, so wäre es leicht, ihre Spuren zu finden. Aber hier, in dem großen Ederene, wird das unmöglich sein.« »Ich habe ihre Spur. Ich weiß, wohin sie sind.« »Hamdulillah, preis sei Allah, welche dir den Verstand gegeben hat, den...« »Den du heute nicht besessen hast.
unterbrach ich ihn. »Die Spur eines Mannes ist nicht der Mann selbst, aber leuchte einmal nieder. Was liegt hier?« Aleph bückte sich nieder und hob einen ziemlich großen Fetzen Tuches auf. Er betrachtete ihn und sagte, »Das ist das Stück, welches ich Barut al-Amasat aus seinem Kaftan gerissen habe. Da hängt noch die Tasche dran.« »Ist etwas darin?« Er griff hinein und sagte, »Ein Stück Papier, hier ist es.« Ich betrachtete es beim Scheine der Lampe und öffnete es. Es war ein winzig kleines, aber mit einem großen Siegel versehenes Briefchen gewesen. Drei kurze Zeilen standen darin. Sie waren in arabischer Schrift geschrieben, und zwar so klein, dass ich sie hier unmöglich lesen konnte. Ich steckte also das Briefchen zu mir und suchte nach anderen Überresten des ungleichen Kampfes. Es fanden sich keine mehr. Unbegreiflich war es, dass die drei Männer meinem Halef sein Messer und die beiden Pistolen gelassen hatten, welche in seinem Gürtel steckten. Sein Gewehr hatte ich in einem Winkel seiner Stube lehnen sehen. »Hatte auch man nach El-Barscha ein Zimmer bei dir?« fragte ich den Wirt, welcher ganz verwundert zugesehen und zugehört hatte. »Ja«, antwortete er. »Ist er oft bei dir eingekehrt?« »Ja.« »So kennst du ihn genau?« »Ja, er heißt so, wie du ihn nennst, und ist Steueraufseher.« »Wo wohnt er?« »In Uskub, aber er ist nicht oft zu Hause. Er hat viele Orte gepachtet, muss also viel reisen, um die Steuern zu holen.« »Führ uns auf das Zimmer, welches er bewohnt hat.« Dies geschah. Ich hatte gehofft, irgendeinen Fingerzeig zu entdecken, aber es zeigte sich nicht das Mindeste, welches geeignet gewesen wäre, noch einen weiteren Aufstoß zu geben. Der Auftrag, den ich Halef gegeben hatte, war erfüllt, aber leider mit dem unglücklichsten Ausgange. Ich schickte den kleinen Hadschi mit seinem Pferd nach Hause. Er trabte höchst niedergeschlagen von dann und murmelte tausend Verwünschungen in die Haarfäden, welche er Bart nannte. Ulam aber wurde von mir veranlasst, sich sofort mit mir zum Kadi zu begeben. Er hatte bisher kein Wort gesprochen. Jetzt aber meinte er, »Ketir, Ketir, das ist zu viel, viel zu viel. Wer hätte das für möglich gehalten? Wären wir nicht in das Bad gegangen, sondern daheim geblieben, so hätte uns Osko zur rechten Zeit getroffen und die Flucht wäre nicht geglückt.« »Wir müssen denken, dass es so hat sein sollen.« »Aber was wollen wir da beim Kadi? Kann er es anders machen?« »Wir müssen ihm das Geschehene anzeigen, und nur mit seiner Hilfe können wir uns den Beweis holen, dass der Gefangene sich wirklich nicht mehr in Haft befindet.« »Der Kadi wird bereits schlafen.« »So wecken wir ihn.« »Wird er das dulden?« »Er muss.« Der Beamte hatte sich, wie wir erfuhren, allerdings zur Ruhe begeben, und es kostete mich einige Kraftworte, ehe man es wagte, ihn zu wecken. Dann wurden wir vorgelassen. Er empfing uns nicht mit sehr freundlicher Miene und fragte nach unserem Begehr. »Wir haben Barut al-Amasat in deine Hand gegeben«, antwortete ich, allerdings auch nicht in übermäßig höflichem Tone. »Hast du dafür gesorgt, dass er gut bewacht wird?« »Bist du nur gekommen, um mir diese Frage vorzulegen?« »Ich werde deine Antwort hören.« »Der Gefangene wird gut bewacht. Ihr könnt gehen.« »Nein, nicht wir können gehen, sondern er ist gegangen.« »Er? Wer?« »Der Gefangene.« »Allah Akbar! Gott ist groß. Er kann dich verstehen. Ich aber begreife deine Worte nicht.« »So muss ich deutlicher sein. Barut al-Amasat ist entflohen.« Der Kadi sprang von dem Polster auf, auf welchem er bei unserem Eintritte gesessen und vor demselben vielleicht auch geschlafen hatte. »Was sagst du?« fragte er. »Entflohen ist er?« »Ja.« »Entsprungen, aus dem Zindan entsprungen?« »Ja.« »Woher weißt du es?« »Wir sind ihm begegnet.« »Ja, Allah, warum habt ihr ihn nicht festgehalten?« »Wir kannten ihn nicht.« »Woher wisst ihr es dann, dass er es gewesen ist?« »Wir haben es erst nachher erfahren. Ein Steuerpächter hat ihn befreit, welcher Manach al-Barscha heißt.« »Manach al-Barscha? Oh, den kenne ich. Er war früher Pächter der Steuern und wohnt in Uskub. Aber jetzt ist er es nicht mehr. Er wohnt in den Bergen.« »Er wohnt in den Bergen, das heißt, er hat in die Berge fliehen müssen. Daher fragte ich, hast du ihn heute während des Verhöres nicht gesehen?« »Nein, woher kennst du ihn?« »Ich erfuhr seinen Namen und seinen Aufenthalt hier von einem Kleiderhändler. Er wohnt bei dem Hanschia Doksati, hat Pferde gekauft und ist heute Abend mit Barut al-Amasat und einem Dritten aus der Stadt geritten.« »Wer war dieser Dritte?« »Ich weiß es nicht, vermute aber, dass es ein Aufseher, ein Schließer des Gefängnisses ist.« Wir erzählten ihm nun in Kürze, was geschehen war.
Da ließ er sich seinen Degen kommen, befahl 10 Kawassen, uns zu begleiten und machte sich auf den Weg nach dem Gefängnisse. Der Nasabashi war nicht wenig erstaunt, zu so später Stunde solchen Besuch zu erhalten. »Führe uns zu dem Gefangenen, welcher Barut el-Amasat heißt«, befahl der Kadi. Der Beamte gehorchte, war aber nicht wenig erschrocken, als die Zelle, in welcher er Barut gesteckt hatte, leer war. Derjenige Schließer aber, welchem der Gefangene speziell anvertraut worden war, konnte nicht gefunden werden. Er war mit ihm verschwunden. Der Zorn des Kadi lässt sich gar nicht beschreiben. Dieser würdige Richter erging sich in Ausrufen, für welche die deutsche Sprache keine Worte hat, und ließ schließlich den Oberaufseher selbst einsperren. Endlich fragte der Kadi, »Was ist da zu tun? Wir müssen ihm sofort nachjagen.« »Sofort?« fragte ich. »Ich glaube nicht, dass ihr ihn da fangen werdet.« »Warum nicht?« »In finsterer Nacht hat das seine Schwierigkeiten.« »So meinst du, dass wir bis zum Tagesanbruch warten sollen?« »Ja.« »Bis dahin ist er in Sicherheit.« »Das glaube ich nicht. Seine Spur wird nicht sehr schwer aufzufinden sein.« Er blickte mich verwundert an und fragte, »Sagtest du nicht heute, du seist ein Christ aus Nemtschistan?« »Ja.« »Gibt es dort auch Verbrecher?« »Ja, wie überall.« »Lassen eure Verbrecher Spuren zurück, wenn sie fliehen?« »Ja, ebenso wie die eurigen. Nur darfst du unter dem Worte Spur nicht gerade zu Fußstapfen verstehen. Ich bin überzeugt, dass ich die 3 Flüchtlinge finden würde, wenn ich sie suchte.« »Du, bist du daheim in Kawasse?« »Nein, das ist doch gar nicht nötig. Die Entflohenen haben sich längs des Flusses Ada entfernt. Diese Gegend ist nicht sehr belebt. Man wird nach ihnen fragen können.« »Du magst recht haben. Ich werde mit Tagesanbruch Kawassen aussenden, um nach ihnen zu fragen.« »Auch ich werde forschen.« »Du, das ist nicht nötig. Meine Diener werden die Entwichenen ganz sicher einfangen.« »Erlaube mir daran zu zweifeln.« »Effendi, willst du mich beleidigen?« »Nein, aber du versprachst uns, den Gefangenen gut bewachen zu lassen. Ist das geschehen?« »Kann ich dafür, dass mein Befehl nicht befolgt wurde?« »Ebenso wirst du gebieten, die Entflohenen zu ergreifen, und dein Befehl wird nicht befolgt werden. Wir haben dir unser Recht an dem Gefangenen abgetreten. Du hast ihn entfliehen lassen. Wir fordern unser Recht zurück und werden ihn zu finden wissen. Ich sage dir, dass ich diesen Barut el-Amasat so sicher ergreifen werde, wie ich hier deine Hand erfassen könnte.« »Meine Kawassen werden ihn ebenso sicher fangen. Vielleicht noch sicherer. Am besten wird es sein, du schließt dich ihnen an.« »Das werde ich nicht tun, denn sie würden glauben, dass ich unter ihrem Befehle stehe. Lass sie in ihrer Weise nach dem Entflohenen suchen. Ich werde das in meiner Weise tun und bitte dich, mir ein Totem auszufertigen.« »Wozu brauchst du eine solche Schrift?« »Ich habe kein Recht, mich des Entflohenen zu bemächtigen, wenn ich ihn finde. Zeige ich aber ein Totem vor, so ist eine jede Behörde gezwungen, ihn in Haft zu nehmen und an dich abzuliefern.« Er nickte zustimmend vor sich hin, machte aber doch ein nachdenkliches Gesicht und fragte, »Du bist ein Christ?« »Ja.« »Und kein Untertan des Großherrn, den Allah segnen möge?« »Ich habe ein Butcherul-Du und stehe unter dem Schutz des Padischah, aber sein Untertan bin ich nicht.« »So darf ich dir auch kein Totem ergeben.« »Das weiß ich. Du darfst überhaupt einen Verhaftsbefehl nicht jedem Untertan des Großherrn anvertrauen. Nur ein Gerichts- oder Polizeibeamter hat das Recht, ein Totem vorzuzeigen. Darum werde ich dich bitten, mir ein oder einige Kawassen mitzugeben.« »Das geht nicht.« »Warum nicht?« »Erstens sende ich selbst Kawassen nach den Flüchtlingen aus, und zweitens will ein Polizist essen und trinken.« »Was er braucht, wird er von mir erhalten.« »Auch seine Löhnung, seine Tagegelder?« »Ja, du wirst sehr wohl tun, meine Bitte zu erfüllen. Wenn wir den Flüchtling nicht fangen, wird es heißen, du habest ihn mit Absicht entfliehen lassen, um es mit den Engländern nicht zu verderben, unter deren Schutz er angeblich steht.« Das half. Er fuhr betroffen empor und sagte, »Effendi, denkst du das vielleicht?« »Was ich denke, das ist Nebensache. Du hast ihm die Bastonade versprochen, und er bekam keinen einzigen Streich. Du hast ihn einschließen lassen, und er ist entkommen. Wir werden beweisen, dass er nicht unter dem Schutze der Inglesi steht, und dann wirst du dich zu verantworten haben.« »Hätte ich ihm die Bastonade gegeben, und er ist wirklich ein Untertan der Inglesi, so hätte man eine große Genugtuung von mir gefordert. Ich wäre bestraft worden.« »Hat er dir ein Imza oder ein Isbat Rajunin vorgezeigt?« »Nein.« »War er hiesiger Einwohner?« »Du weißt ja selbst, dass er in Itriné fremd ist.« »Also musste er sich legitimieren.«
Er konnte es nicht. Er befindet sich im Lande des Großherrn und musste also nach dem großherrlichen Gesetze behandelt werden. Erhielt er da die Bastonade, trotzdem er unter dem Schilde des Gesandten der Engländer steht, so war es nur ganz seine Schuld, da er keinen Pass bei sich hatte. Du siehst also, welche Absicht man dir unterschieben kann. Es liegt sehr in deinem eigenen persönlichen Interesse, dass er wieder ergriffen wird, und dazu ist die beste Aussicht, wenn du mir einige Kawassen mit dem Tutmer gibst. Ich sah es ihm an, dass er unruhig geworden war. Vielleicht, ja höchstwahrscheinlich, hatte noch kein Christ gewagt, eine solche Sprache ihm gegenüber zu führen. Aber gerade, dass ich mich nicht furchtsam zeigte, das schien mehr zu wirken als der ganze Aufwand von Worten, den ich machte, um meinen Zweck zu erreichen. Und zwar bemerkte er, »Effendi, du redest in ganz anderer Weise, als ich gewohnt bin, anzuhören.« Aber als ich dann mit einer wegwerfenden Handbewegung antwortete, »So hast du noch nicht mit einem Manne gesprochen, welcher des allerhöchsten Schutz sicher ist und sich Gerechtigkeit zu verschaffen weiß.« Da lenkte er ein, indem er nachdenklich meinte, »So werde ich mit dem Mollah sprechen.« »Mit dem Mollah? Gut, sprich mit ihm. Bis dahin wird der Verbrecher einen solchen Vorsprung haben, dass man ihn nicht erreichen kann. Ich werde mich dann an den Arzt Odassi wenden, um zu erfahren, wer Bahut el-Amassad zu suchen hat.« »Effendi, bist du mit den Oberrichtern bekannt?« »Frage sie selbst, so wie du jetzt den Mollah fragen willst.« »Du führst wirklich eine hohe Sprache, aber das gefällt mir. Ich liebe die Männer, welche furchtlos sind, und darum will ich dir deine Bitte erfüllen.« »Und ich liebe die Männer, welche schnell entschlossen handeln. Wann wirst du das Tutmer ausfertigen?« »Wann brauchst du es?« »Ich werde mit Tagesanbruch aufbrechen.« »So sollen um diese Zeit 3 Kawassen zu Pferde vor der Wohnung Hulams halten und das Tutmer bei sich haben.« »Ich danke dir. Schreibe ihnen zugleich auf, was sie an Geld und Verpflegung von mir zu fordern haben, damit ich nicht zu viel gebe oder sie zu wenig fordern.« Er fühlte die Ironie, welche in diesen Worten lag, und antwortete unter einem Lächeln, welches mir einigermaßen verlegen erschien, »Glaubst du, dass sie dich übervorteilen werden?« »Nein, ich bin Saxoniali, und es gibt keinen solchen, der sich jemals von einem Osmandi hat täuschen oder übervorteilen lassen. Dessen versichere ich dich.« »Ein Saxoniali? Liegt Saxoniali nicht in Demchistan oder in Russistan oder in Ljubljana?« »Saxonia ist ein Kyralik. Du kennst es nicht?« »Nein.« »So hast du, als du die Medresse besuchtest, sehr unwissende Professoren und Lehrer gehabt.« »Vielleicht sind sie ja niemals dort gewesen.« »Wo Saxonia liegt, das muß in jedem Kitab Oritmäkyn zu lesen sein, und man erfährt es also, ohne eine Reise dorthin machen zu müssen. Es liegt am Balkan Madenyn zwischen dem Derja Elatschyn und der Donica Bützenin. Man trinkt dort den berühmten Kaffee, der Kaffee Tschitschitschikyn heißt, und dort liegt auch die große Stadt Boyeglypsa, wo eure Händler ihre Waren kaufen, die nicht in Stambul zu finden sind, und wo der Sultan El-Kebir so gewaltig auf das Haupt geschlagen wurde, dass er sogar vergaß, die 8. Sure des Korans, welche die Sure der Beute ist, zu beten.« Er hatte mir aufmerksam zugehört. Besonders schien mir das Erzgebirge und der Blümchenkaffee zu imponieren. Unter dem Erzgebirge dachte er sich jedenfalls himmelstrebende Berge aus lauter Erz gebildet. Nach dem Blümchenkaffee wagte er mich nicht zu fragen. Es wäre für einen Türken eine unendliche Blamage gewesen, einzugestehen, dass es irgendwo eine Sorte von Kaffee gäbe, die ihm unbekannt sei. Darum sagte er, »Wenn dein Vaterland solche Berge hat, so muss es reich, sehr reich sein, und von dem berühmten Kaffee Tschitschitschikyn habe ich bereits einige Male getrunken. Er ist ja kostbar und so teuer, dass ihn nur der Großsultan und Großvezier, höchstens noch der Kapudan Pascha trinken kann. Ich besuchte zuweilen den letzteren, und da habe ich einige Tassen gekostet. Und dieser Kaffee ist ein Itchitanrün. Gibt es eine Post in diesem Lande?« »Sehr viele Posten, Eisenbahnen und Dampfschiffe, welche auf dem Strome fahren.« »Gehen die Posten auch nach Stambul?« Ich erriet, was jetzt kommen werde, und antwortete daher, »Man kann aus Saxonia alles, was man will, nach Stambul oder Edrine senden. Es kommt ganz sicher an.« »Auch Kaffee Itchitanrün?« »Ja, auch Blümchenkaffee.« »Wann wirst du in dein Vaterland zurückkehren?« »Ich werde bereits in einigen Wochen die Heimat begrüßen.« »Könntest du mir nicht ein CP oder Chuval voll Blümchenkaffee schicken? Ich würde alles bezahlen, den Sack, den Korb, den Kaffee und die Fracht. Nur fragt es sich, ob du selbst reich genug bist, diesen Göttertrunk zu besitzen.« »Habe keine Sorge.
Unser guter König liebt seine Untertanen sehr, und er sorgt dafür, dass auch der Ärmste von diesem Tranke genießen kann, so viel er will. Allah, ilala! Was für ein guter König ist das! In dem Lande des Pasichar wird der Kaffee von Tag zu Tag schlechter. Also, du wirst mir solchen Kaffee senden? Ja, aber ich weiß nicht, ob du Blümchenkaffee zuzubereiten verstehst. Bei dieser Ehrenkränkung fuhr er mit beiden Händen in die Luft und rief, »Was denkst du von mir? Ich weiß alle Arten von Kaffee zu bereiten. Schicke ihn nur. Er soll mir und den meinigen einen Yotushash mit ihnen bereiten. Wie viele Kawassen wollte ich dir bei Anbruch des Tages senden?« »3.« »Es werden ihre 6 vor eurer Türe halten. 6 kluge und tapfere Männer, welche selbst den ärgsten Verbrecher fangen würden und sich vor dem Teufel nicht fürchten. Und du sollst ihnen zu zahlen haben für den Tag 1 Piaster pro Mann, wofür sie sich selbst beköstigen werden. Ist dir das zu viel?« »Nein. Du bist ein braver und gerechter Richter, und ich werde jedem 2 Piaster geben.« »So geleite dich Allah. Allala ismal alidik. Allah bilinche olzun.« Wir gingen, und der Blümchenkaffee wirkte so vorteilhaft auf seine Gesinnung, dass er uns bis an die Türe begleitete. Er wartete dort sogar so lange, bis wir unsere Laterne angebrannt. Ohne eine solche durfte man sich damals, wenigstens im Inneren der Stadt, nicht antreffen lassen, wenn man nicht riskieren wollte, zur Polizei transportiert zu werden und dort eine Nacht in sehr gemischter Gesellschaft zuzubringen. Wir waren noch nicht sehr weit gegangen, als wir, um die Ecke eines Hauses biegend, mit einem Manne zusammenstießen, welcher, wie ich damals wirklich glaubte, in großer Eile von der anderen Seite gekommen war. Er rannte mich an, sprang zurück und rief, »Als Götzini, nimm dich in Acht!« »Das hättest du eher sagen sollen,« antwortete ich. »Meiner Mann, verzeihe, verzeihe. Ich hatte so große Eile und dabei ist mir meine Laterne verlöscht. Willst du nicht die Güte haben und mir erlauben, sie an den deinigen wieder anzuzünden?« »Gern, hier.« Er nahm das Licht aus seiner Leuchte, welches aus geöltem Papier gefertigt war, und steckte es an den unsrigen an. Und dabei erklärte er, wie zu seiner weiteren Entschuldigung, »Ich muss schnell einen Hekim, Berber oder Ichizachi holen. Es ist uns plötzlich ein Gast krank geworden, welcher fast nur Nemtschitsche redet und aus Nemtschistan ist.« Das erregte natürlich sofort mein Interesse. Ein Landsmann, hier plötzlich erkrankt und der Sprache des Landes so gut wie unkundig. War es da nicht meine Pflicht, mich wenigstens zu erkundigen? Ich fragte daher, »Aus welchem deutschen Lande ist er?« »Aus Bawaristan.« »Ah, also ein Bayer. An eine Lüge, eine Täuschung, dachte ich nicht im Mindesten. Was wusste man hier von Bayern?« Der Name dieses Landes konnte, 100-1 gewettet, nur aus dem Munde eines Mannes gehört worden sein, dessen Vaterland es wirklich war. Ich erkundigte mich also weiter. »Welche Krankheit hat ihn überfallen?« »Das sieht man sinnirüm.« In diesem Augenblick fiel mir die Unwahrscheinlichkeit, welche in dieser Antwort lag, gar nicht auf. Ich dachte nur daran, dass ein Deutscher hilfebedürftig am Fieber niederliege. »Was ist der?« fuhr ich fort. »Ich weiß es nicht. Er kam zu meinem Herrn, welcher Tschinschitsch hier ist, um Tabak zu kaufen.« »Wohnt ihr weit von hier?« »Nein.« »So führe mich hin.« »Bist du denn ein Arzt oder ein Apotheker?« »Nein, aber ich bin ein Deutscher und will sehen, ob ich meinem Landsmann von Nutzen sein kann.« »Inisch Allah, geb's Gott. Komm, folge mir.« Mein Begleiter wollte auch mitgehen, ich bat ihn aber, seinen Weg fortzusetzen, da ich ihn ja nicht brauchte. Ich gab ihm die Laterne und folgte dem Fremden. Wir hatten in Wirklichkeit nicht weit zu gehen. Er hielt bereits noch einige Minuten vor einer Türe, an welche er klopfte. Es wurde geöffnet, und ich, da ich noch auf der Straße hinter meinem Führer stand, hörte die Frage, »Ekim Buldummi, hast du einen Arzt gefunden?« »Nein, aber einen Hamscheri des Kranken.« »Was kann der uns von ihm nützen?« »Er kann den Jadiman machen, da wir den Gast nicht gut verstehen.« »Soll mal da eintreten?« Ich trat in einen engen Flur, welcher in einen kleinen Hof mündete. Das Licht der Papierlaterne erlaubte mir kaum 3 Schritte weit zu sehen. Ich hatte nicht die mindeste Ahnung, dass mir eine Gefahr drohe, und tauchte daher ganz erstaunt auf, als ich eine Stimme befehlen hörte. »Ono Tutin, Gatschin dir! Ergreift ihn! Er ist der Richtige!« In demselben Augenblick erlosch die Laterne, und ich fühlte mich von allen Seiten von Fäusten gepackt. Natürlich dachte ich keinen Moment darüber nach, ob hier eine Verwechslung vorliege oder nicht. Laut um Hilfe rufen konnte mir keinen Nutzen bringen, denn der kleine Hof war an seinen 4 Seiten von Gebäudeteilen umschlossen.
Es galt, die Angreifer abzuwehren und durch den Gang zurück zur Türe und wieder auf die Straße zu gelangen. Ich stieß also, mich breitbeinig feststellend, die Arme so weit aus, als ich es mit meinem Widerstand, welchen ich fand, vermochte, und zog sie dann plötzlich und kräftig wieder ein. Das gab einen Ruck, durch den wirklich zwei abgeschüttelt wurden, aber vorn und hinten hielten mich die anderen doch gefasst und die beiden hingen sich rasch wieder an mich. Der Angriff galt wirklich mir, keinem anderen, davon war ich überzeugt. Man hatte mir beim Kadi aufgelauert und mich in diese Falle gelockt. Worte konnten mir keine Hilfe bringen, und so begann jetzt ein lautloses Ringen, bei dem ich meine Kräfte so anzustrengen hatte, dass mir die Brust zu platzen drohte. Vergeblich. Es waren ihrer zu viele. Ich wurde niedergerissen und trotzdem ich nach Möglichkeit auch da mich noch wehrte und mit Händen und Füßen um mich schlug, fühlte ich doch bald, dass ich mich in Stricken verfing, welche man um mich schlug. Ich war gefangen und gefesselt. Warum hatte ich nicht um Hilfe geschrien? Warum hatte ich keinen Laut von mir gegeben? Um wenigstens das Leben zu retten, wenn auch die Freiheit verloren war? Auf das Erstere schien man es, wenigstens in diesem Augenblick, nicht abgesehen zu haben, sonst hätte man mich ja sofort durch einen Schuss oder Stich niederstrecken können. Machte ich aber Lärm, so dass man die Entdeckung des Anschlages zu befürchten hatte, so konnte ich leicht den Tod für mich heraufbeschwören. Auch ein nicht übermäßig kräftiger Mann entfaltete in einer solchen Lage einen ungewöhnlichen Widerstand. Ich hatte keinen Atem mehr, doch meine Angreifer keuchten ebenso wie ich. Ich hatte ein Messer und eine Pistole im Gürtel gehabt, sie waren mir aber gleich im ersten Moment aus demselben gerissen worden. An ein Zuschlagen war ich gar nicht gekommen, da ich von 10 bis 14 Armen eingestört gewesen war. Jetzt fluchten die Kerls in allen Tonarten um mich herum, und dabei war es so finster hier zwischen den engen Mauern, dass man die Hand vor dem Auge nicht zu erkennen vermochte. »Was hier, fertig?« fragte eine Stimme. »Evet, ja, schafft ihn hinein.« Man fasste mich an und schleppte mich fort. Ich konnte zwar den Körper und die Knie bewegen und hätte noch einigen Widerstand zu leisten vermocht, doch verzichtete ich darauf, dass mir meine Lage nur zu verschlimmern, nicht aber zu verbessern vermochte. Ich bemerkte, dass man mich durch zwei finstere Räume in einen dritten schaffte, wo man mich einfach zu Boden warf. Die Träger entfernten sich. Nach einiger Zeit traten zwei Männer ein. Der eine trug eine Lampe. Diesen Menschen hatte ich bereits gesehen, und zwar bei unserer Ankunft in Hulams Hofe. Jetzt lachte er mir höhnisch zu. »Kennst du mich noch?« fragte er nun. Er stellte sich so, dass der Schein des Lichtes auf sein Gesicht fiel. Man denke sich mein nicht eben sehr freudiges Erstaunen, als ich in ihm Aliman Ahmed Barut el-Amassad erkannte, den Sohn des Entflohenen, den Derwisch, mit welchem ich in Konstantinopel im Kloster gesprochen hatte. Ich antwortete nicht. Er versetzte mir einen Fußtritt und wiederholte, »Ich frage, ob du mich noch kennst.« Das Schweigen konnte mir keinen Nutzen bringen. Wollte ich wissen, was man mit mir vorhabe, und das war für mich ja die Hauptsache, so musste ich sprechen. »Ja«, antwortete ich, »Lügner, du warst kein El-Nasser.« »Habe ich mich für einen ausgegeben?« »Ja.« »Nein, ich hatte nur keine Veranlassung, dir deinen Irrtum zu benehmen.« »Was wollt ihr von mir?« »Wir werden nicht töten.« »Meinetwegen«, antwortete ich möglichst gleichgültig. »Tue nicht so, als ob du das Leben nicht liebtest. Du bist ein Giauer, ein Christ, und diese Hunde wissen nicht zu sterben, weil sie keinen Koran, keinen Propheten und kein Paradies haben.« Bei diesen Worten versetzte er mir einen zweiten Fußtritt in die Seite. Hätte ich nur eine einzige Hand frei gehabt. Dieser Derwisch hätte noch ganz anders tanzen sollen als vor kurzem in Stambul. »Was kann ich dagegen tun, wenn ihr mich töten wollt?« meinte ich. »Ich würde ebenso ruhig sterben, wie ich jetzt so kaltblütig deine Fußtritte ertrage. Ein Christ würde nicht so feig sein, einen Gefesselten zu quälen. Nehm mir die Stricke ab, und dann wollen wir sehen, wessen Prophet größer und wessen Paradies herrlicher ist.« »Hund, drohe nicht, sonst lernst du den Mizarchi noch vor dem Morgen kennen.« »So lass mich in Ruhe und packe dich.« »Nein, ich habe mit dir zu sprechen. Willst du vielleicht die Güte haben, einen Schibuk dabei zu rauchen?« Das war eine prächtige Ironie von diesem Knaben, über welche ich mich hätte ärgern können, wenn ich mich nicht über sie gefreut hätte. »Dass du ein guter Churazi bist, habe ich gesehen«, antwortete ich. »Dass du aber ein noch besserer Shakachi sein kannst, das habe ich nicht geglaubt, da den Tanzenden doch das Andama zum Witze zu fehlen pflegt.
Wenn du wirklich mit mir zu sprechen hast, so bedenke, mit wem du redest. Ich sage dir, dass du nur dann meine Stimme hören wirst, wenn du die Achtung vor meinem Barte zeigst, welche dir der Prophet gebietet. Das war mit Absicht eine Beleidigung. Unter dem Worte Chora, der Tanz, versteht der Türke jene sinnlichen Bewegungen, welche nur Frauenzimmern gestattet sind, deren sich aber jeder Mann streng enthält. Der Tanz der Derwische ist ein anderer, er gilt für heilig. Es gab keine größere Beleidigung für ihn, als dass ich ihn einen Churachi nannte und noch dazu den Angehörigen seines Ordens den Verstand absprach. Ich machte mich infolgedessen auf erneute Fußtritte gefasst und war daher im Stillen erstaunt, dass er mir zwar einen vor Zorn flammenden Blick zuwarf, dann sich aber ruhig auf den Boden niedersetzte. Der andere blieb stehen. »Wärst du ein Muslim, so werde ich dich zu züchtigen wissen«, begann der Sitzende nach einer Pause. »Ein Christ aber kann einen wahren Gläubigen niemals beleidigen. Wie sollte eine Kröte die Sonne beschmutzen können? Ich will einiges von dir wissen. Ich werde dich fragen, du wirst antworten.« »Ich bin bereit zur Antwort, wenn deine Fragen so höflich sind, wie ich es zu fordern habe.« »Du bist derselbe fränkische Arzt, welcher in Damaskus die Absicht des Uster zu schanden machte?« »Ja.« »Du hast den Uster dann später in Stambul getroffen?« »Ja.« »Du hast auf ihn geschossen, als er in das Wasser sprang?« »Nicht ich, sondern mein Diener.« »Hast du den Uster später wiedergesehen?« »Ja.« »Wo?« »Vor dem Turme von Galata, wo er als Leiche lag.« »So ist es also doch wahr, was mir hier dieser Mann sagt?« Er deutete dabei auf den Menschen, welcher die Lampe hielt. »Du hast nicht gewusst, dass der Uster tot ist?« fragte ich. »Nein, er war verschwunden. Man fand Colettis tot und neben ihm eine Leiche, die niemand kannte.« »Es war der Uster.« »Ihr habt ihn vom Turme gestürzt?« »Wer hat dir das gesagt?« »Dieser Mann hier. Ich kam nach Etrine, ohne irgendetwas zu wissen. Ich war zu meinem Vater gerufen. Ich suchte ihn bei Hulam, ohne zu sagen, wer ich sei, und hörte da, dass er sich in Gefangenschaft befinde. Er ist gerettet worden, ohne mein Zutun. Dieser Mann hier ist sein Diener und hat mit ihm bei Hulam gewohnt. Dein Freund und Beschützer Haji Alef Omar hat ihm alles erzählt, und so erfuhr ich es wieder. Ich suchte meinen Vater beim Hanji Aduxati. Er war bereits fort, aber ihr befandet euch im Stalle. Wir beobachteten euch. Ich hatte erfahren, dass du ein Nemtschi bist, und darum musste einer von uns an der Ecke auf dich warten und dir dann sagen, dass ein Nemtschi krank geworden sei. Jetzt bist du in unserer Gewalt. Was glaubst du wohl, was wir mit dir tun werden?« Diese Erklärung gab eigentlich viel Stoff zum Nachdenken. Ich nahm jedoch keine Zeit dazu und antwortete rasch: »Um mein Leben habe ich keine Sorge. Töten werdet ihr mich nicht.« »Warum sollten wir das nicht tun? Du bist in unserer Gewalt.« »Dann würde euch das Lösegeld entgehen, welches ich bezahlen kann.« Seine Augen blitzten auf. Ich hatte das Richtige getroffen. War das Geld bezahlt, so konnten sie mich ja noch auf die Seite schaffen. Er fragte: »Wie viel willst du geben?« »Wie hoch schätzest du meinen Wert?« »Dein Wert ist nicht größer als der Preis eines Agreb oder Ylon. Beide sind giftig und man tötet sie, sobald man sie erwischt. Dein Leben ist nicht den zehnten Teil eines Para wert. Aber das, was du uns getan hast, erfordert eine große Strafe, und darum musst du ein Lösegeld zahlen müssen.« »Ah, da sagt er es ja ganz deutlich. Die Zahlung dieses Lösegeldes sei nur zur Strafe, und dann sei mein Leben doch noch keinen Pfennig wert. Aber ich konnte wenigstens Zeit gewinnen und meinte daher in ernstem Tone: »Du vergleichst mich mit dem giftigsten Gewürme. Ist das die Höflichkeit, welche ich zur Bedingung gemacht habe?« »Tötet mich. Ich habe nichts dagegen. Ich zahle keinen einzigen Piaster, wenn du nicht in anderer Weise mit mir sprichst.« »Du sollst deinen Willen haben, aber je mehr Höflichkeit du forderst, desto größer wird die Summe sein, welche wir verlangen.« »Nenne sie.« »Bist du reich?« »Ich tausche nicht mit dir.« »So, warte.« Er erhob und entfernte sich. Der andere blieb zurück, beobachtete aber das tiefste Schweigen. Ich hörte Stimmen in dem vordersten Raume, konnte aber kein Wort unterscheiden, doch merkte ich, dass man verschiedener Meinung war. Es verging wohl über eine halbe Stunde, ehe er zurückkehrte. Er setzte sich nicht nieder, sondern fragte im Stehen: »Zahlst du 50.000 Piaster?« »Das ist viel, sehr viel.« Ich musste mich doch ein wenig sträuben. Er machte eine Gebärde der Ungeduld und sagte: »Keinen Para weniger. Willst du? Antworte sogleich, denn wir haben keine Zeit.« »Gut, ich zahle sie.« »Wo hast du das Geld?«
»Natürlich nicht bei mir. Ihr habt mir alles genommen, was ich in den Taschen trug. Auch nicht hier in Etrenet.« »Wie willst du uns da bezahlen?« »Ich gebe euch eine Anweisung auf Konstantinopel.« »An wen?« »An den Elchi von Farsistan.« »An den Gesandten von Persien?« fragte er erstaunt. »Ihm soll der Brief vorgezeigt werden?« »Ja.« »Wird er bezahlen?« »Glaubst du, dass der Vertreter des Schah in Schah kein Geld habe?« »Er hat sogar sehr viel Geld. Aber wird er bereit sein, es für dich auszugeben?« »Er weiß sehr genau, dass er alles, was er für mich bezahlt, wiederbekommen wird.« Ich machte keine Lüge, denn ich war fest überzeugt, dass der Perser den Überbringer meiner Anweisung ebenso wie mich selbst für wahnsinnig halten werde. Der Sohn der Zoroasterlehrer hatte gar keine Ahnung von der irdischen Existenz eines deutschen Federfüchserleins meines Namens. »Wenn du dessen sicher bist, so schreibe die Anweisung.« »Worauf? Wohin? Etwa auf diese Wand?« »Wir werden dir bringen, was du brauchst, und dir auch die Hände freigeben.« Diese Zusicherung elektrisierte mich. Die Hände frei. Da gab es vielleicht Gelegenheit, mir meine Befreiung zu erzwingen. Ich konnte den Derwisch fassen und ihn mit Erwürgung drohen. Ich konnte ihn so lange bei der Gurgel halten, bis er mich freigab. Aber diese mehr als romantische, diese überspannte Idee gelangte nicht einmal zu einem Versuche der Ausführung. Der Derwisch, welcher übrigens heute nicht die Kleidung seines Ordens trug, war vorsichtig. Er traute mir nicht und kam mit 4 Kerls zurück, welche sich, mit den Waffen in den Händen, zur Rechten und zur Linken von mir niederließen. Ihre Gesichter glänzten dabei nicht etwa in vertraulicher Holdseligkeit. Die geringste verdächtige Bewegung wäre mein Verderben gewesen. Ich erhielt ein Blatt Pergament nebst Papier zum Umschlage und schrieb, das Knie als Unterlage benutzend, nachdem er mir den Strick von den Händen gelöst hatte, meinem Bruder Abbas Yesub Haman Mirza, dem Strahle der Sonne Farsistans, welche jetzt leuchtet, in Stambul. Gib für mich, dem unwürdigen Abglanz deiner Freundlichkeit, dem Überbringer dieses Mektub, sogleich 50.000 Piaster. Mein Sandikchi wird sie dir zurückzahlen, sobald du es von ihm verlangst. Frage den Boten nicht, wer er ist, woher er kommt und wohin er geht. Ich bin der Schatten deines Lichtes. Hatschi Karabenemsi. Diesen Namen unterschrieb ich, da ich annehmen konnte, dass er dem Derwisch von dem Diener seines Vaters aus der Meinige genannt worden sei. Nachdem ich den Umschlag adressiert, da reichte ich Ali Manach beides hin. Er las es laut vor, und es war mir ein nicht ganz unangenehmes Gefühl, die Genugtuung in den Gesichtern der ehrenwerten Gesellschaft zu lesen. Im Stillen dachte ich dabei an das Gesicht, welches der Gesandte, der übrigens jedenfalls ganz anders hieß, denn seinen Namen kannte ich nicht, bei der Lektüre des Briefes machen werde. Wehe dem Überbringer! Der Derwisch nickte mir befriedigt zu und sagte, »Das ist gut, und du hast klug getan, ihm zu schreiben, dass er nicht fragen solle. Er würde doch nichts erfahren haben. Jetzt bindet ihm die Hände wieder. Der Kirachi wartet bereits.« Ich musste mir die Erneuerung der unangenehmen Bandage gefallen lassen. Dann gingen sie und ließen mich in der Finsternis allein zurück. Und zunächst begann ich, die Festigkeit meiner Fesseln zu probieren. Ich merkte bald, dass es mir nicht gelingen werde, mich von ihnen zu befreien. Ich begann also, anstatt mit den Händen, mit dem Geiste zu arbeiten. Wie kam der Derwisch nach Adrianopel? Jedenfalls nicht, um uns zu verfolgen, denn er hatte gar nichts von uns gewusst. Er hatte einen Boten seines Vaters erhalten. Dieser also hatte ihn herbeigerufen. Wozu? War seine Anwesenheit zu dem Streiche, welche er beabsichtigt hatte, notwendig gewesen? Oder handelte es sich um ein neues Unternehmen, von dem ich gar nichts ahnte und wusste? Wo befand ich mich überhaupt? Wer waren diese Menschen? Gehörten sie zu der weit verbreiteten Bande der Usta? Oder standen sie in anderer Beziehung zu dem entkommenen Baru der Lamassat und dessen Befreier? Ich hatte Lust, das Letztere anzunehmen. Die 4 Kerls, welche neben mir gesessen hatten, waren im Besitze von ausgesprochen skipetarischen Physiognomien gewesen. Ich hielt sie für Anauten. Und sodann hatte der Derwisch gesagt, dass der Kirachi bereits warte. Die Karachier sind Fuhrleute, welche Gelegenheitsfuhren über die ganze Balkanhalbinsel unternehmen. Ungefähr in derselben Weise wie früher Harzer oder Handfuhrleute mit ihren schweren Lastwagen und messingbehangenen Pferden die verschiedensten Kaufmannsgüter durch Deutschland und durch die angrenzenden Gebiete schleppten. Der Kirachi ist der Spediteur des Balkans. Er ist überall und nirgends. Er kennt alles und alle.
Er weiß auf jede Frage Antwort. Wo er anhält, da ist er willkommen, denn er weiß zu erzählen, und in den wilden, zerrissenen Schluchten des Balkan gibt es Gegenden, in welche während des ganzen Jahres keine Kunde von außen dringen würde, wenn nicht einmal der Kiratschi käme, um nachzufragen, ob der einsame Hirt Käse genug für eine Wagenladung angesammelt habe. Diese Fuhrleute bekommen Güter von hohem Werte anvertraut, ohne dass man von ihnen irgendeine Kaution verlangt. Die einzige Garantie besteht in ihrer Ehrlichkeit. Sie kommen nach Monaten, ja oft nach Jahren erst zurück, aber sie kommen und bringen das Geld. Ist der Vater unterdessen gestorben, so bringt es der Sohn oder der Schwiegersohn, aber gebracht wird es. Diese Ehrlichkeit der Kiratschier ist seit alter Zeit ein bewährtes Sprichwort. Leider aber scheint es jetzt anders werden zu wollen. Zwischen die altbekannten Fuhrmannsfamilien haben sich Neulinge eingedrängt, welche sich das gewohnte Vertrauen zunutze machen und da ernten, wo ehrliche Leute säten. Sie bringen den Kiratschi, dessen Namen auch sie natürlich angenommen haben, um seinen sauer erworbenen Ruf. Ein solcher Fuhrmann wartet also bereits, doch nicht vielleicht gar auf mich. Sollte ich transportiert werden? Hier inmitten der Stadt durfte ich Hoffnung auf Befreiung haben. War ich bis am nächsten Morgen nicht bei Hulam, so wurden von Seiten meiner Freunde und besonders meines kleinen Hadji sicherlich nichts unterlassen, um mich ausfindig zu machen. Wenn ich an diese dachte und an die 6 Kawassen, welche mit dem Tutmer bei Tagesanbruch vor dem Tore halten sollten, so hätte ich vor Grimm die Fesseln zerreißen mögen. Leider aber waren sie zu fest. Ich hatte Halef wegen seiner Unvorsichtigkeit ausgezankt. Jetzt war ich selbst viel dümmer gewesen. Ich war in eine außerordentlich plumpe Falle gerannt. Dass meine Gutherzigkeit daran die Schuld trug, konnte mir weder zur Entschuldigung noch zum Troste gereichen. Es galt jetzt Geduld zu haben, das Kommende kaltblütig abzuwarten und jede Gelegenheit des Entkommens energisch beim Schopf zu ergreifen. Da, jetzt kamen die 4 Menschen wieder. Ohne ein Wort zu sagen, wandten sie mir ein dick zusammengelegtes Tuch um den Mund. Man wickelte mich in einen alten Teppich und schleppte mich fort. Wohin, das konnte ich natürlich nicht sehen. Der Atem wollte mir vergehen. Das Tuch stank nach Knoblauch und nach allen möglichen Hexenkessel-Ingredienzien. Ich schnappte nach Luft und fand doch keine. So muss es einem lebendig Begrabenen zumute sein, wenn er die ersten Schaufeln Erde auf den Sarg fallen hört. Diese Menschen schienen gar nicht an die Möglichkeit gedacht zu haben, dass ich unter dem Tuche und unter dem fauligen Teppich vielleicht gar ersticken könne. Die Bewegung, welche ich bisher gespürt hatte, hörte auf. Ich fühlte festen Halt unter mir. Man hatte mich irgendwo hingelegt, aber wohin, das wusste ich nicht. Dann war es mir, als ob ich das Knarren von Rädern vernähme. Ich wurde auf und ab, herüber und hinüber geschüttelt. Ja, ich lag in einem Wagen. Man schaffte mich aus Adrianopel fort. Die einzelnen Glieder konnte ich nicht bewegen, aber die Beine anzuziehen und auszustrecken, das vermochte ich. Ich tat dies und wiederholte es so oft, bis der Teppich sich ein wenig gelockert hatte. Nun spürte ich durch die Nase doch wenigstens eine Ahnung besserer Luft. Der fürchterliche Alp wich von der Brust und ich fragte mich, ob meine Lage denn gar so hilf- und hoffnungslos sei, dass es nichts als Ergebung gäbe. So sehr und angestrengt ich lauschte, ich hörte niemand sprechen. Ich konnte also nicht erfahren, ob ich der Obhut eines oder mehrerer Menschen übergeben sei. Ich rollte mich nach rechts und dann nach links. Der Spielraum war nicht groß, der Wagen also sehr schmal, und übrigens stieß ich hüben und drüben so weich an, dass ich vermutete, man habe mich mit Stroh oder Heu bedeckt. An der Bewegung bemerkte ich, dass ich mit dem Kopf nach hinten liege. Könnte es mir doch gelingen, da hinten vom Wagen zu stürzen? Es war Nacht und dunkel. Ich hätte mich weit, weit fortwälzen können, um nicht gefunden zu werden, und dann wäre ich gerettet gewesen. Ich machte die Beine krumm, stemmte die Absätze ein und schob mich nach hinten. Da fand ich aber festen Widerstand, gegen den alle Anstrengung nutzlos war. Ich musste auf diese Hoffnung verzichten. Nun verging eine Zeit, welche mir aus mehreren Ewigkeiten zusammengesetzt zu sein schien. Da endlich bemerkte ich, dass menschliche Hände sich mit dem Teppich zu beschäftigen schienen. Ich wurde um und um gerollt, bis das Paket aufgewickelt war. Ich lag im tiefen Stroh, sah, dass der Tag angebrochen war, und über mir erschien das Gesicht des Dieners Barut el-Amasatz. »Wenn du mir versprichst zu schweigen, so nehme ich dir das Tuch vom Munde«, sagte er. Ich nickte natürlich schleunigst und mit großem Eifer.
Er band mir den Knebel ab, und nun strömte, Gott sei Dank, die reine frische Luft in meine Lungen ein. Es war mir, als ob ich aus der Hölle in den Himmel gekommen sei. »Hast du Hunger?« fragte er mich. »Nein.« »Durst?« »Auch nicht. Du wirst Speis und Trank bekommen, und wir werden dich nicht quälen, solange du dich schweigsam verhältst und keinen Versuch machst, die Stricke zu lösen. Bist du aber ungehorsam, so habe ich den Befehl, dich zu töten.« Das Gesicht verschwand über mir. Ich hatte freiere Bewegung, da der Teppich mich nicht mehr umhüllte und konnte mich in sitzende Stellung bringen. Ich befand mich im hinteren Teil eines schmalen, ewig langen Wagens, welcher mit einer Plane oder Plahe versehen war. Hart vor mir hockte der Diener als mein Wächter, und vorn saßen zwei nebeneinander. Den einen von ihnen musste ich auch gesehen haben. Er gehörte zu jenen, in deren Hände ich geraten war. Der andere aber war auf alle Fälle der Fuhrmann, der Kiratschi, von welchem der Derwisch gesprochen hatte. Ich sah von ihm nichts als den Pelz, welchen der Kiratschi auch im Sommer trägt, einen ungeheuer gekrempten Hut und die Peitsche. Aber der Mann, welcher unter diesem monströsen Hute und diesem schwierigen Pelze steckte, war mir jetzt von unsagbarer Wichtigkeit. Ich konnte mir nicht denken, dass ein Kiratschi der alten, ehrlichen Schule ein Verbündeter von Verbrechern sein könne, und doch konnte ich mich nicht auch zu der Annahme entschließen, dass der vorsintflutliche Pelz einen Fuhrmann eurer Schule beherbergen könne. Man musste das abwarten. Ich lehnte mich also an die Hinterwand zurück und hielt den Mann im Auge. Da, endlich, nach langer Zeit, drehte er sich einmal um. Sein Blick fiel auf mich. Die großen blauen Augen blieben einige Augenblicke starr auf mein Gesicht gerichtet. Dann wendete er den Kopf wieder ab. Vorher aber hatte er Zeit gefunden, die Brauen hoch emporzuziehen und das linke Auge zuzukneifen. Ich verstand diese Pantomime sofort. Die Bewegung der Brauen deutete mir an, dass ich aufmerksam sein solle, und der Wink des Auges wies mich auf die linke Seite des Wagens hin. Gab es dort irgendetwas für mich Vorteilhaftes? Ich musterte die innere Seite des Wagens, konnte aber nur eine Schnur entdecken, welche an dem oberen Teile der Wagenleiter befestigt war und, von daher niedergehend, sich unter dem Heu verlief. Sie war straff angespannt, es schien also etwas daran zu hängen. War es diese Schnur, auf welche mich der Mann aufmerksam machen wollte? Ich tat so, als ob mir meine gegenwärtige Lage unbequem wäre, und rutschte weiter vor. Ich lehnte mich so an die linke Seite an, dass ich mit den Händen, trotzdem dieselben gebunden waren, die betreffende Stelle untersuchen konnte. Ich musste mir Mühe geben, einen Laut der Freude zu unterdrücken, denn an der Schnur hing ein Messer. Der brave Kiratschi hat es für mich bestimmt und war glücklicherweise so klug gewesen, es nicht fest anzuknoten, sondern es nur mittels einer Schlinge, welche ich leicht aufziehen konnte, zu befestigen. Im nächsten Augenblick war es von der Schnur gelöst und steckte im Schaft meines Stiefels, so dass die Klinge, mit der Schneide nach auswärts gerichtet, aus demselben hervorragte. Ich bog die Knie und zog sie so weit an den Leib, dass ich mit den Händen die Klinge erreichen konnte. Sie war sehr scharf. Ein vier- oder fünfmaliges Hin- und Hersägen genügte, die Fessel zu zerschneiden, und die Befreiung meiner Füße war nun eine Leichtigkeit. Ich atmete tief auf. Jetzt war ich kein Gefangener mehr und hatte in dem Messer eine Waffe, auf welche ich mich verlassen konnte. Alle diese Bewegungen waren unter dem Heu vor sich gegangen. Niemand konnte sehen, dass ich frei war. Ich wagte es, den einen Arm zu erheben und die untere Kante der Plahe ein wenig zu lüften, um hinausblicken zu können. Da draußen ritt Alime Nachbin Barut el-Amasad, der Derwisch. Es war anzunehmen, dass auf der anderen Seite sich noch ein zweiter Wächter befand. Mein Plan war schnell gemacht. Die Begleiter des Wagens waren mit Schießwaffen versehen. Ich musste also vorerst jeden Kampf vermeiden und mich mehr auf die List als auf Körperkraft verlassen. Ich rückte also wieder ganz nach hinten und hielt die Hände immer unter dem Heu. Unter dessen Schutz begann ich, den unteren Teil der alten, morschen Korbwand auszuschneiden und hatte nach Verlauf einer Viertelstunde eine Öffnung fertig, welche groß genug war, um hinten aus dem Wagen zu schlüpfen. Das alles aber war nicht so leicht gewesen, als man glauben sollte, denn der alte Teppich genierte mich ungeheuer, und der Wächter warf zuweilen einen forschenden Blick auf mich. Zum Glück war das Geräusch, welches mein Messer in dem Korb hervorbrachte, bei dem Stampfen der Hufe, dem Gekreische der Räder und dem Gerumpel des Wagens nicht zu hören gewesen. Ich wartete, bis abermals einer jener Blicke auf mich gefallen war,
wühlte mich unter das Heu und kroch mit den Beinen voran zu der Öffnung hinaus. Ich berührte mit den Füßen den Boden und zog den Kopf in das Freie nach. Jetzt erst war ich meiner Freiheit völlig sicher und es galt, zu einem Pferde zu kommen. Wir befanden uns in einer ebenen Gegend und auf einem, wie es schien, wenig befahrenen Wege. Auf beiden Seiten war Wald. Links ritt der Derwisch und rechts ein zweiter, ganz so, wie ich vermutet hatte. Das Pferd des Ersteren war nicht groß, schien mir aber besser als dasjenige des anderen zu sein. Es hatte ein wolliges Fell, eine prächtige Mähne und einen Schweif, welcher fast die Erde berührte. Sein Gang war kräftig, doch elastisch leicht. Ah, wenn es zwei Personen tragen könnte! Dieser Gedanke elektrisierte mich. Erst ich der Gefangene des Derwischs und dann er der meinige. Ich nahm das Messer zwischen die Zähne. Der Reiter hatte keine Ahnung von dem Vorgang hinter ihm. Er trabte wohlgemut neben dem Wagen her und konnte also von den anderen nicht gesehen werden. Er hatte nur die Spitzen seiner Füße in den Bügelschuhen. Zwar war sein Sitz ein fester, da das Pferd türkisch gesattelt war, aber ein Hieb in das Genick musste seinen Oberkörper nach vorn stoßen, so dass er voraussichtlich bügellos wurde. Dann musste er seitwärts aus dem Sattel gebracht werden. Für mich war dabei die Hauptsache, mich fest auf dem Pferde zu halten, um nicht abgeworfen zu werden. Einige rasche Schritte brachten mich hinter den Gaul. Ich holte aus und kniete im nächsten Augenblick auf der Grub hinter dem Reiter. Das Pferd war über diesen plötzlichen Überfall einige Sekunden ganz verdutzt. Es blieb stehen. Das genügte. Ein Fauststoß in das Genick brachte die Füße des Reiters aus den Bügelschuhen. Ich packte ihn bei der Gurgel, erhob mich aus der knienden Stellung, riss ihn dadurch aus dem Sattel und ließ mich in denselben fallen, ohne ihn loszulassen. Das geschah gerade noch zur richtigen Sekunde, denn jetzt stieg das Pferd vorn empor. Ich fand noch Zeit, mit der freien Hand die Zügel zu erfassen, drückte das Tier herum und ritt langsam und so leise als möglich davon, natürlich den Weg zurück, welchen wir gekommen waren. Dieser machte sehr bald eine Biegung. Vor derselben blickte ich mich um. Der Wagen war ruhig weitergerollt. Man hatte also noch gar nichts bemerkt. Das war nur dadurch möglich, dass die durchweg hölzernen Räder auf dem ebenso hölzernen Achsen ein wahrhaft höllisches Gekreisch hervorbrachten, dass ferner der Wagen zwischen mir und dem zweiten Reiter gewesen war und dass es endlich demselben auch nicht ein einziges Mal eingefallen war, sich umzusehen. Ich wäre gar zu gern Zeuge der Verblüffung gewesen, welche sich dieser Leute bemächtigen musste, wenn sie merkten, dass ihr Anführer und ihr Gefangener zugleich verschwunden seien. Es wäre mir auch gar nicht schwer gefallen, mich zu verstecken und, ohne Gefahr für mich selbst, diesen Augenblick abzuwarten. Aber ich wollte das Glück denn doch nicht in Versuchung führen und dachte auch an die Freunde, welche jedenfalls in nicht gewöhnlicher Sorge um mich waren. Darum nahm ich den Derwisch quer über meine Beine herüber und spornte das Pferd zu einem gestreckten Galopp an. Ali Manach war von meinem Angriff so überrascht worden, dass er sogar vergessen hatte, einen Schrei auszustoßen. Dann hatte ich ihm die Gurgel so zusammengedrückt, dass es ihm gar nicht möglich gewesen war, einen lauten Ruf hervorzubringen. Ein gurgelndes Röcheln war alles gewesen, was er hatte hören lassen. Jetzt aber lag er vor mir, still und bewegungslos, und ich glaubte, ihn erdrosselt zu haben. Das Pferd galoppierte so weich, eben und ausdauernd, dass ich nicht zu befürchten brauchte, eingeholt zu werden. Übrigens hatte ich jetzt nicht mehr Veranlassung, einen Kampf zu scheuen, denn ich war nun auch mit Schießwaffen versehen. Ali Manach hatte nämlich zwei geladene Pistolen im Gürtel stecken, welche ich natürlich mir aneignete. Während des Reitens untersuchte ich seine Taschen. Da fand ich dann meine Uhr und meinen Geldbeutel, und das Gewicht desselben überzeugte mich, dass ich mir in demselben befand, das ich gestern Abend darin gehabt hatte. An der Seite des Pferdes hing ein Leinwandsack als Satteltasche. Ich langte mit der einen Hand hinein und füllte Munition und Lebensmittel. Man hatte es also wohl auf eine längere Reise abgesehen gehabt. Der Wald ging zu Ende und ich sah eine offene Ebene vor mir, auf welcher es große Maisfelder und Rosengärten gab. Als ich mich nach einiger Zeit umblickte, gewahrte ich einen Reiter, welcher mir im Galopp nachgesprengt kam. Jedenfalls war es derjenige, welcher zur rechten Seite des Wagens geritten war. Man hatte also jetzt die Flucht bemerkt und er war zurückgekehrt, um sich zu informieren. Mein Pferd war, obgleich es zwei zu tragen hatte, ebenso schnell wie das seinige. Ich hatte nichts zu fürchten. Und als ich nach einiger Zeit eine belebte Straße gewahrte, in welche mein Weg mündete, fühlte ich mich völlig sicher.
Ich sah auch wirklich bald, dass der Mann sein Pferd zu zügeln begann, und nach kurzer Zeit war er meinen Augen entschwunden. Jetzt hielt ich an und stieg ab, sowohl um das Pferd ausruhen zu lassen, als auch um des Derwisches willen. Ich legte ihn auf die Erde und untersuchte ihn. Das Herz schlug ganz regelrecht, und ebenso atmete er normal. »Ali Manach, verstelle dich nicht«, sagte ich. »Ich weiß, dass du vollständig bei Sinnen bist. Öffne die Augen.« Er war erst allerdings besinnungslos gewesen, hatte sich dann später aber ohnmächtig gestellt, wohl um meinen Fragen auszuweichen und sich sein Verhalten zu überlegen. Vielleicht auch, um eine Gelegenheit zur Flucht zu ergreifen. Er machte trotz meiner Worte die Augen nicht auf. »Gut«, sagte ich. »Bist du wirklich tot, so will ich mich wenigstens davon überzeugen. Ich werde dir also dieses Messer in das Herz stoßen.« Ich zog das Messer. Kaum aber fühlte er die Spitze desselben auf seiner Brust, so riss er vor Entsetzen die Augen so weit wie möglich auf und rief, »Ah, wei, halt, willst du mich wirklich erstechen?« Einen Lebenden tötet man nicht gern. Einen Toten aber kann ein Messerstich ja nichts mehr schaden. Willst du diese Klinge von dir fernhalten, so lass mich ja nicht wieder vermuten, dass du gestorben seist. Er hatte lange ausgestreckt am Boden gelegen. Jetzt richtete er sich zum Sitzen auf. Ich sprach, »Sage einmal, Ali Manach, wohin du mich bringen wolltest.« »In Sicherheit«, antwortete er. »Das ist sehr zweideutig gesprochen. Wer sollte sicher sein? Ich vor euch oder ihr vor mir?« »Beides.« »Das musst du mir erklären, damit ich es begreifen kann.« »Es sollte dir nichts geschehen, Effendi. Wir wollten dich nach einem Orte bringen, von wo du nicht hättest entfliehen können. Mein Vater sollte Zeit gewinnen, um zu entkommen. Dann hätten wir dich gegen das Lösegeld wieder freigelassen.« »Das ist sehr liebenswürdig von euch. Welches ist der Ort, nach dem ich gebracht werden sollte?« »Es ist ein Karaul in den Bergen.« »Ah, ein Wachturm. Ihr habt also geglaubt, dass dein Vater sicher reinkommen werde, wenn ich mich in eurer Gewalt befinde?« »Ja, Effendi.« »Warum?« »Weil du vielleicht entdeckt hättest, wohin er sich gewendet hat.« »Wie könnte ich das entdecken? Ich bin nicht allwissend.« »Dein Hatschi hat erzählt, dass du alle Spuren aufzufinden verstehst.« »Wie sollte ich in Etrine die Spur deines Vaters finden?« »Ich weiß es nicht.« »Nun, Ali Manach, ich will dir sagen, dass ich diese Spur bereits habe. Dein Vater ist mit dem Gefängniswärter und mit Manach el-Barscha längs der Ader nach Westen geritten. Sie hatten zwei Schimmel und ein dunkles Pferd.« Ich sah, wie sehr er erschrak. »Du irrst sehr«, beeilte er sich zu sagen. »Ich irre nicht. Ich werde hoffentlich bald noch mehr erfahren. Wo ist der Zettel, welchen ihr mir abgenommen habt?« »Welcher Zettel?« »Du selbst hast ihn mir aus der Tasche meiner Weste genommen. Ich hoffe, dass er noch vorhanden ist.« »Ich habe ihn weggeworfen. Es stand ja nichts Wichtiges darauf.« »Mir scheint im Gegenteil, dass er sehr Wichtiges enthalten habe. Ich werde einmal suchen. Zeige deine Taschen her.« Er erhob sich, damit ich, wie er sich den Anschein gab, seine Taschen bequemer untersuchen könne. Kaum jedoch streckte ich die Hand nach ihm aus, so trat er zurück und sprang auf das Pferd zu. Ich hatte so etwas vorausgesehen. Er hatte den Fuß noch nicht im Bügel, so erfasste ich ihn und warf ihn zu Boden. »Bleibe liegen, sonst jage ich dir eine Kugel durch den Kopf«, drohte ich. »Deine Geschicklichkeit mag hinreichend sein für das Kloster der Tanzenden in Stambul, aber mir zu entwischen reicht sie nicht aus.« Ich durchsuchte seine Taschen, ohne dass er mir Widerstand leistete, aber ich fand nichts. Auch in der Satteltasche suchte ich vergeblich. Da fiel mir mein Geldbeutel ein. Ich zog ihn hervor. Er enthielt eine Anzahl von Goldstücken, welche ich nicht besessen hatte, und richtig, da steckte auch der Zettel mit den drei Zeilen, welche im Nestali geschrieben waren, in jener nach links halb schiefen Schrift, welche zwischen der flüchtigen arabischen Kyrenschrift Neski und dem sehr schiefen Talik mitten inne liegt. Jetzt war ich befriedigt. Ich hatte keine Zeit, den Zettel zu entziffern. Ich steckte ihn also wieder ein und sagte, »Ich hoffe, dass diese Zeilen denn doch etwas Wichtiges enthalten werden. Du weißt natürlich, wohin dein Vater sich gewendet hat.« »Ich weiß es nicht, Effendi.« »Das darfst du mich nicht glauben machen wollen.« »Er war bereits fort, als ich gestern in Etrine ankam.« »Aber du hast doch erfahren, wohin er geht. Jedenfalls reitet er nach Iskandarie, wo Hand el-Amasad, sein Bruder, der dein Oheim ist, auf ihn wartet.« Bei diesen Worten tat ich nicht, als ob ich ihn scharf beobachtete. Es glitt etwas wie Befriedigung über sein Gesicht. Nach Iskandarie war sein Vater also nicht. »Es ist möglich«,
antwortete er, »aber ich weiß es nicht. Nun jedoch sage mir, Effendi, was du mit mir beabsichtigst.« »Was denkst du wohl?« »Du wirst mich fortreiten lassen.« »Nicht übel. Also nicht gehen, sondern reiten willst du?« »Das Pferd ist ja mein Eigentum.« »Und du bist mein Eigentum. Folglich gehört auch das Pferd mir. Ich werde mich sehr hüten, dich laufen zu lassen. Aber du bist ja frei, und ich habe dir nichts zuleid getan.« »Das nennst du nichts? Du wirst mich nach Edrine begleiten, und zwar nach dem Hause, in welches ihr mich gestern Abend gelockt habt. Ich bin doch neugierig zu erfahren, wer da wohnt. Natürlich geht der Kadi mit.« »Effendi, das wirst du nicht tun. Ich habe vernommen, dass du ein Christ bist und dass Isa ben Mariam, euer Heiland, euch geboten hat, liebet eure Feinde.« »So gibst du also zu, mein Feind zu sein?« »Ich war nicht der Deinige, sondern du warst der Meinige geworden. Ich hoffe, dass du ein guter Christ bist und dem Gebete deines Gottes gehorsam leistest.« »Das werde ich gerne tun.« »Nun, warum lässest du mich nicht frei, Effendi?« »Eben, weil ich dem Gebote gehorsam bin, Alimanach. Ich liebe dich so sehr, dass ich gar nicht von dir lassen kann.« »Du spottest meiner. Ich zahle dir ein Lösegeld.« »Bist du reich?« »Ich nicht, aber mein Vater wird es bald sein.« »Er wird seinen Reichtum gestohlen und geraubt haben. Solches Geld möchte ich gar nicht berühren.« »So gebe ich dir anderes. Du sollst das Deinige zurückerhalten.« »Das Meinige? Hast du Geld von mir?« »Nein, aber der Bote ist bereits fort, um in Stambul das Geld zu holen, welches du uns für deine Freiheit bezahlen solltest. Lässest du mich frei, so hältst du es zurück, sobald er es bringt.« »Oh, Ali Manach ben Barut el-Amassad, du hast dir in Stambul den Verstand vertanzt. Euer Bote wird nicht einen einzigen Piaster erhalten. Den Namen, welchen ich euch nannte, gibt es gar nicht. Und der Perser, den der Bote vielleicht aufsucht, kennt mich gar nicht.« »Effendi, so hast du uns getäuscht? Wir hätten also kein Geld empfangen?« »Nein.« »So wärst du ja verloren gewesen.« »Das wusste ich. Ich wäre aber wohl auch verloren gewesen, wenn man das Geld bezahlt hätte. Übrigens habe ich mich gar nicht sehr vor euch gefürchtet, und dass ich daran recht hatte, habe ich dir bewiesen. Ich bin frei.« »So willst du mich also wirklich als Gefangener nach Edrine bringen?« »Ja.« »So gib mir das Geld zurück, welches ich in deinen Beutel getan habe.« »Warum?« »Es gehört mir. Ich brauche es. Ich muss essen und trinken, auch wenn ich im Gefängnisse bin.« »Man muss dir geben, was du brauchst. Leckereien werden es allerdings nicht sein. Übrigens schadet es einem Tanzenden nicht, wenn er einmal ein wenig hungert.« »So willst du mich also bestehlen?« »Nein. Sieh mich an. Ihr habt mir während meiner Gegenwehr die Kleider zerrissen. Ich muss mir andere kaufen. Du bist schuld daran, und so kann ich, ohne einen Diebstahl zu begehen, mich deines Geldes bemächtigen. Aber ich werde es dennoch nicht tun, sondern es dem Kadi übergeben. Darf denn ein Tanzender Geld besitzen? Ich denke, dass alles, was er einnimmt, dem Orden gehört.« »Ich bin kein Tanzender mehr. Ich war nur für kurze Zeit im Kloster.« »Jedenfalls aus Geschäftsrücksichten. Nun, das geht mich nichts an.« »Wir wollen aufbrechen. Gib deine Hände her.« Ich zog bei diesen Worten eine Leine hervor, welche ich vorhin in der Satteltasche bemerkt hatte. »Effendi, was willst du tun?« fragte er erschrocken. »Ich werde dich mit den Händen an den Steigbügel binden.« »Das darfst du nicht. Du bist ein Christ und ich bin ein Anhänger des Propheten. Du bist kein Kawasse. Du hast kein Recht, einen anderen als Gefangenen zu behandeln.« »Weigere dich nicht, Ali Manach. Hier ist dein Strick. Gibst du nicht augenblicklich die Hände her, so schlage ich dich an den Kopf, dass du wieder ohnmächtig wirst. Ich erlaube dir keineswegs, mir vorzuschreiben, wie ich dich zu behandeln habe.« Das wirkte. Dieser Pseudo-Derwisch schien überhaupt ganz ohne Mut und Energie zu sein. Er hielt mir die beiden Hände hin, welche ich ihm zusammenband. Dann befestigte ich ihn in den Steigbügel und stieg aufs Pferd. »Was wirst du mit dem Pferde tun?« fragte er. »Ich übergebe es dem Kadi. Vorwärts.« Wir setzten uns in Bewegung. Ich hätte nicht geglaubt, so bald wieder nach Edrine zurückkehren zu können, und noch dazu auf diese Art und Weise. Wir erreichten bald die Hauptstraße. Es war diejenige, welche nach dem berühmten Karawanserei Mustafa Pascha führte. Wir begegneten vielen Reisenden. Man betrachtete uns erstaunt, man wunderte sich über uns beide, aber niemand hielt es der Mühe wert, ein Wort zu uns zu sprechen. Je mehr wir uns der Stadt näherten, desto belebter wurde die Straße. Gleich in einer der ersten Gassen erblickte ich zwei Kawassen. Nachdem ich ihnen eine kurze Erklärung gegeben hatte, forderte ich sie auf, mich zu begleiten,
und sie taten es. Es war meine Absicht, zunächst zu Hulam zu reiten, um vor allen Dingen die Freunde zu beruhigen. Mit Hilfe der Polizisten fand ich mich zurecht. In einer der Straßen, durch welche wir kamen, bemerkte ich unter den vielen Passanten einen Mann, welcher, als er Ali Manach erblickte, mit allen Zeichen des Schreckens stehen blieb, dann aber mit raschen Schritten weitereilte. Kannte er meinen Gefangenen? Am liebsten hätte ich ihm einen der Polizisten nachgeschickt, um ihn festnehmen zu lassen. Wie nun, wenn dieser Mensch die anderen warnte? Aber auf einen bloßen Verdacht, ja, auf eine reine Vermutung hin, konnte ich es doch nicht gut wagen, einen vielleicht ganz und gar Unschuldigen seiner Freiheit berauben zu lassen, wenn auch vielleicht nur auf eine einzige Stunde. Ich, ein Christ, befand mich ja in einem muhammedanischen Lande. Bei dem Hause Hulams angekommen, klopfte ich an das Tor. Der Schließer blickte durch das Loch und stieß einen Ruf der Freude aus, als er mich erblickte. »Hamdulillah, bist du es wirklich, Effendi?« »Ja, öffne mal im.« »Sogleich, sogleich. Wir sind in großer Angst um dich gewesen, denn wir dachten, dass dir ein Unglück zugestoßen sei. Nun aber ist alles gut.« »Wo ist Hadschi Halef Omar?« »Im Selamlik. Alle sind dort versammelt und trauern über dein Verschwinden.« »Na Laga, aufgeschaut«, rief da einer der beiden Kawassen. »Bist du vielleicht der Karaben Nemsi Effendi?« »Ja, so heiße ich.« »Pene Gützel, wie schön, wie schön. So haben wir also die 300 Piaster verdient.« »Welche 300 Piaster?« »Wir sind ausgesendet worden, nach dir zu suchen. Wer eine Spur von dir findet, soll diese Summe erhalten.« »Eigentlich habe ich euch gefunden, aber ihr sollt das Geld empfangen. Kommt mit herein.« 300 Piaster sind ungefähr 60 Mark. Also so sehr hoch hatte man mich taxiert. Ich konnte stolz darauf sein. Der Wärter hatte das Tor weit aufgerissen. Er machte ein sehr erstauntes Gesicht, als er den Derwisch erblickte, den er bisher nicht hatte sehen können. Kaum wurden im Hofe die Tritte des Pferdes hörbar, so kam man herbeigeeilt. Der erste war mein kleiner Hadschi Halef Omar. Er machte einen gewaltigen Satz über sämtliche Stufen herab, ganz gegen die orientalische Würde, schnellte auf mich zu, ergriff meine Hand und jauchzte: »Nein, Allah! Bist du es? Bist du es wirklich, Sidi?« »Ich bin es, mein lieber Halef. Lass mich nur aus dem Sattel steigen.« »Du kommst geritten? Du bist außerhalb der Stadt gewesen?« »Ja, ich habe viel Unglück gehabt, aber auch viel Glück.« Auch die anderen streckten ihre Hände nach mir aus. Mitten unter den Freudenrufen ertönte einer des Erstaunens. Isla hatte ihn ausgestoßen. »Effendi, was ist das?« fragte er. »Wen bringst du hier? Das ist ja Ali Manach, der Tanzende.« Man hatte bisher nur auf mich, weniger auf den Derwisch geachtet. Islas Rede lenkte die Aufmerksamkeit auf denselben. Man sah, dass er angebunden war. »Ali Manach, der Sohn des Entflohenen?« fragte Hulam. »Ja«, antwortete ich. »Er ist mein Gefangener. Kommt herein, ich habe euch zu erzählen.« Wir begaben uns nach dem Selamlik und nahmen auch den Derwisch mit, hatten uns aber noch nicht gesetzt, als das Tor abermals geöffnet wurde. Es war der Kadi, welcher kam. Er war ebenso erstaunt wie erfreut, mich zu sehen. »Effendi, du lebst? Du bist hier?« fragte er. »Allah sei Dank. Wir gaben dich verloren, obgleich ich nach dir suchen ließ. Wo bist du gewesen?« »Nimm bei uns Platz, so sollst du es erfahren.« »Ich werde hören, was du zu erzählen hast. Wie freue ich mich, dass dir nichts Böses widerfahren ist. Ich hätte mich vergebens auf den köstlichen Kaffee der Blümlein gefreut gehabt.« Also das war der Hauptgrund seiner Freude, mich unverletzt wiederzusehen. Der brave, liebenswürdige Kadi. Der Gefangene hatte sich in einer Ecke niedergekauert und Halef hatte neben ihm Platz genommen. Der kleine Hadschi wusste, was er zu tun hatte, bevor ich zu sprechen begann. Ich erzählte und wurde viele, viele Male unterbrochen, ehe ich zu Ende kam. Dann gab es eine Menge von Fragen und Ausrufen der verschiedensten Art. Halef allein war es, der seine Ruhe bewahrte. Er rief laut: »Still, ihr Männer! Man darf jetzt nicht reden, sondern man muss handeln!« Der Kadi warf dem Kleinen einen Blick zu, welcher zurechtweisend sein sollte, fragte ihn aber doch: »Was meinst du denn, was getan werden soll?« »Man muss sofort diesen Ali Manach verhören, dann aber das Haus aussuchen, in welchem man meinen Sidi überwältigt hat, und auch den Wagen verfolgen lassen, in welchem er nach Karaul geschafft werden sollte.« »Du hast recht. Ich werde diesen Sohn des Entflohenen sogleich in das Gefängnis bringen lassen und ihn dann vernehmen.« »Warum nicht hier, nicht jetzt?« fragte ich.
Ich möchte am liebsten noch in dieser Stunde zur Verfolgung seines Vaters aufbrechen, da bereits eine kostbare Zeit vergangen ist. Da ist es gut, vorher zu wissen, was er antwortet. Du wünschest es, und so soll es geschehen. Er nahm seine ernsteste, würdevollste Miene an und fragte den Gefangenen: Dein Name ist Ali Manach Ben Baruch de la Mossad? Ja, antwortete der Gefragte. So heißt also dein Vater Baruch de la Mossad? Ja. Es ist derjenige Mann, welcher uns entflohen ist. Davon weiß ich nichts. Du versuchst zu leugnen? Ich werde dir die Bastonade geben lassen. Kennst du den früheren Steuereinnehmer Manach el-Bashar? Nein. Du hast gestern Abend diesen Effendi in ein Haus locken lassen, um ihn gefangen zu nehmen? Nein. Und lüge nicht, der Effendi hat es ja selbst erzählt. Er irrt. Aber du hast ihn ja gefesselt und heute in einen Wagen fortgeschafft. Auch das ist nicht wahr. Ich ritt auf der Straße und erreichte den Wagen. Ich sprach mit dem Kiratschi, welchem der Wagen gehörte. Da erhielt ich plötzlich einen Hieb. Ich verlor das Bewusstsein, und als ich wieder zu mir kam, war ich der Gefangene dieses Mannes, dem ich gar nichts getan habe. Deine Zunge trieft von Unwahrheit, aber die Lüge wird deine Sache nicht verbessern, sondern verschlimmern. Wir wissen, dass du ein Nasser bist. Ich weiß nicht, was das ist. Du hast ja im Kloster der Tanzenden mit dem Effendi darüber gesprochen. Ich bin niemals in einem Kloster der Tanzenden gewesen. Der Mann glaubte, sich retten zu können, wenn er alles in Abrede stellte. Der Kadi antwortete zornig: Bei Allah, du wirst die Bastonade erhalten, wenn du fortfährst, die Wahrheit zu verheimlichen. Oder bist du etwa ein Untertan der Inglis wie dein Vater? Ich habe keinen Vater, welcher Untertan der Inglis ist. Ich bemerke, dass der Baruch al-Mossad, von welchem ihr redet, ein ganz anderer ist, als mein Vater, dessen Namen er unrechtmäßigerweise angenommen hat. Was bist du denn, wenn du kein Derwisch bist? Ich bin ein Shayat en-Semek und mache eine Reise. Woher? Aus Inada am Meere. Wohin willst du? Ich will nach Sofia, um Verwandte zu besuchen. Ich bin keine Stunde lang in Edrine gewesen. Ich kam während der Nacht hier an und bin durch die Stadt zur anderen Seite hinausgeritten. Später dann traf ich auf den Wagen. Du bist kein Fischer, sondern ein Lügner. Kannst du beweisen, dass du in Inada wohnst? Sende hin, so wird man dir sagen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Diese Frechheit brachte den Kadi beinahe aus der Fassung. Er wendete sich an Isla und fragte ihn: Isla ben Mafloy, hast du diesen Menschen wirklich im Kloster der Tanzenden zu Stambul gesehen? Ja, antwortete der Gefragte. Er ist es. Ich beschwöre es beim Barte des Propheten und bei den Bärten meiner Väter. Und du, Kara ben Emsi Effendi, hast du ihn auch dort im Kloster gesehen? Ja, antwortete ich. Ich habe sogar mit ihm gesprochen. Und du behauptest, dass er dieser Derwisch ist? Er ist es. Er hat es mir sogar gestern Abend und dann auch heute eingestanden. Er glaubt, sich nun durch Leugnen retten zu können. Er wird sich nur umso unglücklicher machen. Wie aber wollen wir ihm beweisen, dass ihr recht habt? Das war eine wunderbare Frage, ganz unwürdig eines Kadi, der mich dem köstlichen Kaffee der Blümchen senden sollte. Ist er es nicht, welcher zu beweisen hat, dass wir Unrecht haben? Antwortete ich. Das ist richtig, aber da muss ich nach Inada senden. Erlaubst du mir, eine Frage auszusprechen? Rede. Du hast den Zettel gesehen, welchen wir gestern im Stalle des Hanschia gefunden haben? Ja, Effendi. Würdest du ihn wiedererkennen? Ganz gewiss. Ist es dieser? Ich nahm den Zettel aus dem Beutel und reichte ihn dem Kadi hin. Dieser betrachtete ihn genau und sagte dann: Er ist es. Warum fragst du? Das wirst du gleich erfahren. Hadschi Halef Omar, kennst du meinen Geldbeutel? So gut wie meinen eigenen, antwortete der Kleine. Ist es dieser? Ja, er ist es. Jetzt war ich sicher, den Derwisch zu fangen. Ich wendete mich mit der Frage an ihn. Ali Manach, sage mir, wem die Goldstücke gehören, welche sich hier in dem Beutel befinden. Sie gehören doch jedenfalls dir, wenn der Beutel wirklich dein Eigentum ist, antwortete er. Er hätte sich doch beinahe überrumpeln lassen, aber noch während der Rede hatte er die Falle erkannt. Du machst also keine Ansprüche an das Geld? Was habe ich mit deinem Gelde zu schaffen? Der Kadi schüttelte den Kopf. Effendi, sagte er, wenn ich ihn nicht fange, dir gelingt es erst recht nicht. Ich werde den Kerl einschließen lassen und ihn schon zum Geständnis bringen. So lange können wir aber nicht warten. Bringen wir ihn in das Haus, in welchem ich überfallen wurde.
Die Bewohner desselben werden eingestehen müssen, dass er der Mann ist, für den wir ihn halten. Du hast recht. Wir werden sie alle gefangen nehmen. Alimanach, nach, in welcher Gasse liegt dieses Haus?« »Ich kenne es nicht«, antwortete der Gefragte. »Ich bin noch nie in Etrine gewesen.« »Seine Lügen werden immer größer. Effendi, würdest du das Haus selbst finden?« »Ganz gewiss. Ich habe es mir gemerkt.« »So wollen wir aufbrechen. Ich werde nach Kawassen senden, welche uns folgen und alle Personen, die sich in dem Hause befinden, gefangen nehmen sollen. Aber dein Freund Hulam hat 300 Piaster geboten. Diese beiden Männer nun haben dich gefunden. Werden sie das Geld erhalten, Effendi?« »Ja, ich werde es ihnen sofort geben.« Ich zog den Beutel, aber Hulam hielt mir den Arm fest und sagte im Tone eines Beleidigten: »Halt, Effendi, du bist der Gast meines Hauses. Willst du meine Ehre zu Schanden machen, indem du mir nicht erlaubst zu halten, was ich versprochen habe?« Ich sah ein, dass ich ihm den Vorrang lassen musste. Er zog seine Börse und stand bereits im Begriff, den beiden Kawassen, welche mit freudeglänzenden Blicken am Eingang auf der Lauer standen, das Geld zu geben, als der Kadi die Hand ausstreckte. »Halt«, sagte er, »ich bin der Vorgesetzte dieser Beamten der Polizei von Etrine. Sage selbst, Effendi, ob sie dich gefunden haben.« Ich wollte die armen Teufel nicht um ihre Gratifikation bringen und antwortete darum: »Ja, sie haben mich entdeckt.« »Deine Worte sind sehr weise, aber sage nun auch, ob sie dich entdeckt hätten, wenn ich sie daheim behalten hätte, anstatt sie auszusenden.« »Dann hätten sie mich allerdings nicht angetroffen.« »Wem hast du es also eigentlich zu verdanken, dass du von ihnen gesehen worden bist?« Ich war gezwungen, seiner Logik zu folgen. Übrigens konnte es nicht zu unserem Vorteile sein, bei ihm anzustoßen. Darum antwortete ich so, wie er es erwartete. »Dir im Grunde genommen.« Er nickte mir freundlich zu und fragte weiter: »Wem also gehören diese 300 Piaster, Effendi?« »Dir allein.« »So mag Hulam sie an mich bezahlen. Es soll keinem Menschen Unrecht geschehen. Auch ein Kadi hat darauf zu sehen, dass er zu seinem Rechte kommt.« Er erhielt das Geld und steckte es ein. Die beiden Polizisten machten sehr enttäuschte Gesichter. Ich suchte daher unbemerkt an sie zu kommen, nahm zwei Goldstücke aus dem Beutel und steckte einem jeden von ihnen eins zu. Das musste heimlich geschehen, sonst wäre zu erwarten gewesen, dass der Kadi abermals Gerechtigkeit hätte walten lassen. Die beiden Männer waren ganz glücklich über dieses Geschenk, und mir machte die Ausgabe keinen Schaden, da ich sie von dem Gelde Alimanachs bestritten hatte. Jetzt wurde nach Polizisten geschickt, welche bald eintrafen. Ehe wir aber den Gang antraten, gab der Kadi mir einen Wink, mit ihm zur Seite zu treten. Ich war neugierig auf die vertrauliche Mitteilung, welche er mir zu machen hatte. »Effendi«, sagte er, »bist du wirklich deiner Sache sicher, dass er der Derwisch aus Stambul ist?« »Vollständig«, antwortete ich. »Er war dabei, als du gefangen wurdest?« »Ja, er bestimmte sogar die Höhe des Lösegeldes, welches ich bezahlen sollte.« »Und er hat dir abgenommen, was du in deinen Taschen hattest?« »Ja.« »Auch deinen Geldbeutel?« »Ja«, antwortete ich. Jetzt begann ich zu ahnen, was er beabsichtigte. Ich hatte, als ich mein Erlebnis erzählte, aufrichtig erwähnt, dass ich in der Börse mehr Geld gefunden habe, als erst darin gewesen war. Auf diesen Betrag war es abgesehen. Der Kadi wollte ihn konfiszieren. Er erkundigte sich im freundlichsten, vertraulichsten Tone weiter. »Hatte er ihn in seiner Tasche?« »Ja, ich habe ihn da rausgenommen.« »Und es war mehr Geld darin als vorher?« »Es waren Goldstücke darin, welche ich nicht hineingetan habe. Das ist wahr.« »So wirst du wohl zugeben, dass sie nicht dir gehören.« »Ah, wem sonst?« »Ihm natürlich, Effendi.« »Das will mir nicht einleuchten. Aus welchem Grunde soll er sein Geld in meine Börse getan haben?« »Weil dein Beutel ihm besser gefallen hat als das einige. Kein Mensch aber darf das behalten, was ihm nicht gehört.« »Da hast du ganz recht. Aber meinst du denn, dass ich etwas behalten habe, was mir nicht gehörte?« »Natürlich, die Goldstücke, welche er hineingetan hat.« »Wallahi, hast du nicht aus seinem eigenen Munde gehört, dass er leugnet, Geld in meinen Beutel getan zu haben?« »Es sind Lügen.« »Das muss bewiesen werden. Er weiß nichts von dem Gelde.« »Aber du sagst ja selbst, dass es sich vorher nicht in dem Beutel befunden habe.« »Das gestehe ich ein. Niemand kann es sagen, wie es hineingekommen ist. Nun es sich aber darin befindet, ist es mein Eigentum.«
Das darf ich nicht zugeben. Die Obrigkeit muss es an sich nehmen, um es dem richtigen Eigentümer zurückzugeben. Sage mir vorher, wem das Wasser gehört, welches es über Nacht in deinen Hof regnet. Wozu diese Frage? Holt die Obrigkeit das Wasser, um es dem richtigen Eigentümer zurückzugeben? Es hat über Nacht in meinen Beutel geregnet. Das Wasser gehört mir, denn der Einzige, welchem es außer mir gehören könnte, hat darauf verzichtet. Ich höre, dass du ein Franke bist, der die Gesetze dieses Landes nicht kennt. Das mag sein, aber darum befolge ich meine eigenen Gesetze. Kadi, das Geld behalte ich. Du bekommst es nicht. Bei diesen Worten wendete ich mich von ihm ab und er machte keinen Versuch, mich zu einer Änderung zu bewegen. Es war gar nicht meine Absicht, das Geld für mich zu verwenden, aber ich konnte damit größeren Nutzen schaffen, als wenn ich es in die bodenlose Tasche des Beamten gelangen ließ. Jetzt setzten wir uns in Bewegung, alle, die wir beteiligt waren. Die Kawassen erhielten den Befehl, uns von Weitem zu folgen, damit ein allzu großes Aufsehen vermieden werde. Wir erreichten die Ecke, an welcher wir gestern Abend mit dem Manne zusammengetroffen waren. Auch Hulam erinnerte sich ihrer genau. Von hier an aber musste ich allein als Führer dienen. Es wurde mir nicht schwer, das Haus zu finden. Die Türe war verschlossen. Wir klopften, aber es erschien kein Mensch, um uns zu öffnen. »Sie fürchten sich«, meinte der Kadi. »Sie haben uns kommen sehen und verstecken sich.« »Das glaube ich nicht«, antwortete ich. »Es wird mir einer dieser Leute, als ich mit Ali Manach durch die Straßen ritt, begegnet sein. Er hat gesehen, dass der Derwisch gefangen und dass der Anschlag verunglückt ist. Daher hat er die anderen sogleich benachrichtigt, und nun haben sie die Flucht ergriffen. So müssen wir mit Gewalt eindringen.« Jetzt blieben die Passanten stehen, um zu sehen, was sich hier ereignen würde. Der Kadi ließ sie durch seine Kawassen fortweisen, und dann wurde die Türe, welche keinen großen Widerstand bot, einfach einstoßen. Ich erkannte den langen, schmalen Gang sogleich wieder. Die Polizisten hatten sich im Nu über alle vorhandenen Räume verteilt, vermochten aber nicht, ein menschliches Wesen aufzufinden. Verschiedene Anzeichen ließen darauf schließen, dass die Bewohner eine sehr eilige Flucht ergriffen hatten. Ich suchte auch den Raum auf, in welchem ich gelegen hatte. Als ich in den kleinen, engen Hof zurückkehrte, hatte der Kadi dort ein abermaliges Verhör mit Ali Manach begonnen. Dieser trat jetzt mit noch größerer Sicherheit auf als vorher. Er mochte Angst gehabt haben, von den Bewohnern des Hauses verraten zu werden. Diese Angst war jetzt ebenso verschwunden wie die Leute, welche hier zu finden wir erwartet hatten. Ich musste meine Aussagen wiederholen. Ich musste die Stelle zeigen, an welcher er neben mir gesessen hatte. Ich zeigte auch diejenige, an welcher ich im Hofe mich gegen die Übermacht der Angreifer gewehrt hatte. »Und du willst dieses Haus wirklich nicht kennen?« fragte ihn der Kadi. »Ich kenne es nicht«, antwortete er. »Du warst noch niemals hier.« »Nie im Leben.« Da wendete sich der Beamte an mich. »So kann doch kein Mensch leugnen, Effendi. Ich beginne zu glauben, dass du dich wirklich irrst.« »Dann müsste auch Isla sich irren, der ihn in Istanbul gesehen hat.« »Ist das nicht möglich? Viele Menschen sehen sich ähnlich. Dieser Fischer aus Inada kann sehr unschuldig sein.« »Willst du einmal mit mir auf die Seite kommen, Okadi?« »Warum?« »Ich möchte dir etwas sagen, was diese anderen nicht zu hören brauchen.« Er zuckte die Achsel und antwortete, »Diese Leute können alles hören, was du mir zu sagen hast, Effendi.« »Willst du, dass sie Worte hören, welche in deinen Ohren nicht angenehm klingen können?« Er besann sich doch und sagte dann in fast strengem Tone, »Du wirst es nicht wagen, ein einziges Wort auszusprechen, das ich nicht gern hören möchte. Aber ich werde gnädig sein und dir deine Bitte erfüllen. Komm und sprich.« Er entfernte sich einige Schritte und ich folgte ihm. »Wie kommt es, dass du jetzt plötzlich in ganz anderer Weise als vorher mit mir redest, Kadi?« fragte ich. »Wie kommt es, dass du jetzt plötzlich an die Schuldlosigkeit dieses Menschen glaubst, von dessen Schuld du doch vorher so überzeugt zu sein schienst?« »Ich habe eingesehen, dass du dich irrst.« »Nein«, entgegnete ich mit gedämpfter Stimme. »Nicht, dass ich mich irre, hast du eingesehen, sondern dass du selbst dich geirrt hast.« »In wem soll ich mich geirrt haben? In diesem Fischer?« »Nein, sondern in mir. Du glaubtest, in den Besitz meines Beutels kommen zu können. Das ist dir nicht geglückt, und nun ist der Verbrecher unschuldig.« »Effendi!« »Kadi!« Er schnitt ein sehr ergrimmtes Gesicht und sagte, »Weißt du, dass ich dich wegen dieser Beleidigung festnehmen lassen kann?«
Das wirst du bleiben lassen. Ich bin ein Gast dieses Landes und seines Beherrschers. Du hast keine Macht über mich. Ich sage dir, dass Ali Manach alles gestehen wird, wenn du so tust, als ob er die Bastonade erhalten soll. Ich habe dir keine Vorschriften zu machen, aber ich möchte daheim in Germanistan erzählen, dass die Richter des Großsultans gerechte Beamte sind. Das sind wir auch. Ich werde es dir sofort beweisen. Er trat wieder zu den anderen und fragte den Gefangenen, »Kennst du den Hanschia Doxati hier?« Der Gefangene entfärbte sich. Er antwortete in einem sehr unsicheren Tone, »Nein, ich bin ja noch nie in Etrine gewesen.« »Und er kennt auch dich nicht.« »Wie sollte er mich gesehen haben?« »Er lügt«, fiel ich ein. »Du musst es ihm ansehen, dass er die Unwahrheit redet, Kadi. Ich verlange, dass Doxati ihn zu sehen bekommt, um...« »Halt, um Gottes Willen, zurück!« Ganz zufälligerweise hatte ich, während ich sprach, den Blick emporgerichtet. Wir befanden uns in dem kleinen Hofe, welcher ringsum von Gebäuden umgeben war. Da, wohin mein Blick jetzt fiel, gab es eine Art Zöller, ein hölzernes Gitterwerk, durch dessen Lücken ich zwei Gewehrläufer auf uns gerichtet sah. Den einen grad auf mich und den anderen auf den Gefangenen, wie es mir schien. Ich warf mich sofort zur Seite und schnellte nach dem Eingang hinüber, um dort Schutz zu suchen. In demselben Augenblick krachten die zwei Schüsse. Ein lauter Schrei erscholl. »Allah, Allah, Mauna! Gott, oh Gott, zu Hilfe!« Diesen Ruf hat einer der Kawassen ausgestoßen, indem er sich neben einen anderen niederwarf, der sich am Boden in seinem Blute wälzte. Die eine Kugel hatte mir gegolten, das war sicher. Nur einen Augenblick später und ich wäre eine Leiche gewesen. Der Schütze war bereits im Abdrücken gewesen, als ich zur Seite sprang. Er hatte die Kugel nicht zu halten vermocht, und sie war dem Krawassen, welcher dicht hinter mir gestanden hatte, in den Kopf gedrungen. Die zweite Kugel hatte ihr Ziel erreicht. Ali Manach lag tot an der Erde. Mehr sah ich nicht. Einen Augenblick später war ich wieder über den Hof hinüber. Eine schmale hölzerne Treppe führte dann nach oben, wo sich das Gitterwerk befand. Ich folgte einem augenblicklichen Impulse. »Hinauf, Sidi! Ich komme auch!« Das war die Stimme meines kleinen, tapferen Hadschi, welcher mir sofort nacheilte. Ich gelangte hinauf in einen schmalen Gang, an welchen einige Stuben stießen, die allerdings viel eher Löcher hätten genannt werden können. Der Gang mündete auf das Gitterwerk. Der Geruch des Pulvers war noch vorhanden, ein Mensch aber nicht. Ich durchsuchte mit Halef die Stuben. Auch hier fand sich niemand. Es war geradezu unerklärlich, wie die zwei Mörder hatten verschwinden können. Zwei waren es gewesen, denn ich hatte ganz deutlich die Flintenläufer gesehen. Da hörte ich jenseits des Gebäudes einige Schritte. Das mussten zwei Menschen sein. Die Wand war nur von Brettern gebildet. Ich bemerkte ein Astloch, trat hinzu und blickte hindurch. Richtig. Über den Nachbarhof eilten zwei Männer, von denen jeder eine lange türkische Flinte in der Hand trug. Ich sprang hinaus auf den Gang und rief in den Hof hinab, »Rasch hinaus auf die Gasse, Kadi. Die Mörder fliehen durch das Nebenhaus.« »Das ist nicht möglich«, antwortete er herauf. »Ich habe es ja gesehen. Schnell, schnell!« Er wendete sich zu seinen Leuten und gebot ihnen in aller Gemächlichkeit, »Seht einmal nach, ob er recht hat.« Zwei von ihnen entfernten sich langsamen Schrittes. Nun, mir konnte es schließlich sehr gleichgültig sein, ob die beiden ergriffen wurden oder nicht. Ich stieg also wieder in den Hof hinab. Als ich da ankam, fragte der Kadi, »Effendi, bist du ein Hekim?« Der Orientale erblickte in jedem Franken einen Arzt oder einen Gärtner. Der weiße Kadi war derselben Ansicht. »Ja«, antwortete ich, um die Sache kurz zu machen. »So sieh einmal nach, ob diese beiden vollständig totgeschossen sind.« Bei Ali Manach konnte kein Zweifel herrschen. Die Kugel war ihm zu der einen Schläfe hineingedrungen und zu der anderen wieder heraus. Der Polizist war in die Stirne getroffen, lebte aber noch, doch stand mit Gewissheit zu erwarten, dass auch er in einigen Minuten tot sein werde. Mein Vater«, klagte der andere Kawasse, welcher sich neben ihm niedergeworfen hatte. »Was jammerst du?«, sagte der Kadi. »Es ist sein Kismet. Es hat im Buche gestanden, dass er auf diese Weise sterben solle. Allah weiß, was er tut.« Da kamen die beiden zurück, welche mit Gemächlichkeit zur Verfolgung aufgebrochen waren. »Nun, hat dieser Effendi recht?«, fragte der Kadi. »Ja.« »Ihr habt die Mörder gesehen?« »Wir sahen sie.« »Warum habt ihr sie denn nicht gefangen?« »Sie waren bereits eine Strecke in die Gasse hinein.« »Warum seid ihr ihnen denn noch nicht nachgeeilt?«
Wir durften nicht. Du hast es uns nicht befohlen. Du gebotest uns nur nachzusehen, ob dieser Effendi recht habe.« »Ihr seid faule Hunde. Springt ihnen sofort alle nach und seht, ob ihr sie ergreifen könnt.« Jetzt sprangen alle in größter Eile von dann. Ich war doch überzeugt, dass sie, sobald sie außer Hörweite seien, diese Schnelligkeit sehr mäßigen würden. »Allah Akbar, Gott ist groß«, murmelte Halef grimmig vor sich hin. »Diese beiden Hunde wollten dich erschießen, Sidi, und nun dürften sie entkommen.« »Lass sie laufen, mein guter Halef. Es ist der Mühe nicht wert, hier nur einen Schritt zu tun.« »Aber wenn die Kugel nicht getroffen hätte?« »So wären sie verloren gewesen. Du hättest sie nicht entkommen lassen.« Der Kadi hatte sich mit der Leiche des Gefangenen beschäftigt. Jetzt sagte er: »Kannst du dir denken, Effendi, warum sie ihn erschossen haben?« »Natürlich. Sie glaubten, dass er sie verraten würde. Er war kein starker, mutiger Charakter. Wir hätten von ihm alles erfahren können.« »Er hat seinen Lohn dahin. Aber warum haben sie auch auf diesen anderen geschossen?« »Nicht er war gemeint, sondern die Kugel galt mir. Nur weil ich noch im letzten Augenblick zur Seite sprang, traf sie ihn, da er hinter mir stand.« »So haben sie sich an dir rächen wollen?« »Jedenfalls. Was wird mit der Leiche geschehen?« »Ich verunreinige mich nicht mit ihr. Dieser Mensch hat seinen Lohn. Ich werde ihn einscharren lassen. Das ist alles, was man tun kann. Sein Pferd steht noch bei Ulam. Ich werde es holen lassen.« »Und sein Vater? Soll dieser entkommen?« »Willst du ihm noch nachjagen, Effendi?« »Natürlich.« »Wann?« »Du wirst unserer nicht mehr bedürfen?« »Nein, du kannst abreißen.« »So sind wir in 2 Stunden bereits unterwegs.« »Allah sei mit euch und lass euch den Fang gelingen.« »Ja, Allah mag helfen. Doch verzichte ich trotzdem nicht auf deine Hilfe.« »Ich soll euch helfen? Wie meinst du das?« »Hast du mir nicht einen Verhaftsbefehl und 6 Krawassen versprochen?« »Ja, sie sollen bei Tagesanbruch vor der Türe Ulams halten. Aber noch vorher erfuhr ich, dass du verunglückt seist. Brauchst du alle 6?« »Nein, 3 genügen.« »Sie sollen in 2 Stunden bei dir sein. Aber wirst du auch das Wort halten, welches du mir gegeben hast?« »Ich halte es so, wie du das deinige.« »So lebe wohl. Allah lasse dich gesund und lebendig das Land deiner Väter erreichen.« Er ging. Seit ich mich geweigert hatte, ihm das Geld zu geben, war er ein ganz anderer geworden. Seine Untergebenen waren auch verschwunden. Nur der Sohn kniete neben seinem Vater und klagte laut um ihn. Letzterer lag in den letzten Zügen. Ich zog meinen Beutel heraus, zählte das Geld ab, welches Ali Manar gehört hatte, und gab es dem Krawassen. Er warf mir trotz seiner augenblicklichen Trauer einen ganz erstaunten Blick zu und fragte mich: »Das soll mir gehören, Effendi?« »Ja, es ist dein. Lass deinen Vater damit begraben. Sag aber dem Kadi nichts.« »Na, ich danke dir. Deine Güte träufelt balsam in die Wunde, welche Allah mir geschlagen hat. Mein Vater hat seinem Rufe gehorchen müssen. Ich bin arm. Nun aber kann ich ihm an seinem Grabe einen Stein mit dem Turban setzen lassen, damit die Besucher des Mezzachane sehen, dass da ein gläubiger Sohn des Propheten begraben liegt.« So hatte ich, der Christ, ohne es zu beabsichtigen, dem toten Moslem zu einem Denkstein verholfen. Ob das Geld des Tanzenden wohl besser angewendet gewesen wäre, wenn ich es dem Kadi aufgezählt hätte? Wir hatten Ulams Wohnung noch nicht erreicht, so begegneten uns 2 Krawassen, welche Ali Manars Pferd abgeholt hatten. Ich konnte mir denken, dass diese Akquisition einem rein persönlichen Charakter haben werde. So war also geschehen, was wir gestern Abend für unmöglich gehalten hätten. Ich hatte gefragt, soll Ali Manar denn nicht bestraft werden? Die Gerechtigkeit hatte nicht nötig gehabt, ihn in Stambul aufzusuchen. Er selbst war ihr in die Hände gelaufen. Wir freilich hatten durch dieses Ereignis den ganzen Vormittag eingebüßt. Es galt, dieses Versäumnis womöglich nachzuholen. Es wurde Kriegsrat gehalten. Zunächst warf Fulam die Frage auf, welche Art wohl die Leute gewesen sein mochten, die in dem Hause, in welchem der Derwisch den Tod gefunden hatte, verkehrt hatten. Er glaubte, dass sie mit den Nassers in Konstantinopel in Verbindung gestanden hätten. Dies war allerdings nicht unwahrscheinlich. Doch hielt ich sie zugleich für solche Leute, von denen der Bewohner der Halbinsel sagt, dass sie in die Berge gegangen seien. Jetzt hatte ich erst Zeit, den Zettel vorzunehmen, den ich bis jetzt noch nicht entziffert hatte. »Kannst du die Zeilen lesen, Effendi?« fragte Isla.
Ich gab mir alle Mühe, mußte jedoch mit Nein antworten. Der Zettel ging aus einer Hand in die andere, vergeblich. Niemand vermochte ihn zu lesen. Die einzelnen Buchstaben waren ziemlich deutlich geschrieben, aber sie bildeten Wörter, welche mir und den anderen vollständig fremd und unverständlich waren. Ich buchstabierte die kürzesten dieser Wörter zusammen. Sie hatten keinen Sinn. Da zeigte sich mein guter Halef als der klügste von uns allen. »Effendi«, sagte er, »von wem wird der Zettel sein?« »Wohl jedenfalls von Hamad el-Amasad.« »Nun, dieser Mann hat alle Ursache, das, was er schreibt, geheim zu halten. Denkst du nicht, dass die Schrift eine geheime ist?« »Du kannst recht haben. Hamad el-Amasad musste den Umstand mitberechnen, dass der Zettel möglicherweise in falsche Hände gelangen konnte. Die Schrift ist nicht geheim, aber wie es scheint, ist die Zusammenstellung der Buchstaben eine ungewöhnliche. Saila, nee, das verstehe ich nicht. Al, das ist noch ein Wort. Nach, aber ist kein orientalisches. Ah, wenn man es umdreht, wird Chan daraus. Vielleicht ist alles verkehrt geschrieben, sagte Hulam. Du hast Ila gelesen. Umgedreht würde es Ali lauten. Richtig, antwortete ich. Das ist ein Name und zugleich ein serbisches Wort, welches aber bedeutet. Ni heißt umgekehrt in, das ist rumänisch und bedeutet sehr. Lies einmal alle drei Zeilen von links nach rechts, anstatt von rechts nach links, sagte Isla. Ich tat es, aber es erforderte dennoch große Mühe, ehe es mir gelang, die Buchstaben anders zu gruppieren, so dass zusammenhängende Worte entstanden. Das Resultat bestand in dem Satze, in Pripe Bestila Karanoman an Ali Supania Menelikte. Das war jedenfalls ein mit Absicht gebrauchtes Gemisch von Rumänisch, Serbisch und Türkisch und lautete, sehr schnell, Nachricht in Karanormanchan, aber nach dem Jahrmarkt in Menelik. »Das ist richtig, das muss richtig sein«, rief Hulam aus. »In einigen Tagen ist Markt in Menelik.« »Und der Karanormanchan?« fragte ich. »Wer kennt diesen Ort? Wo mag er liegen?« »Niemand kannte ihn. Das Wort bedeutet zu Deutsch Finsterwaldhaus oder Schwarzwaldhaus. Der Ort war also jedenfalls klein und lag im Walde, im tiefsten Forste. Aber in welcher Gegend?« Es wurden zehnerlei Vorschläge gemacht, um eine Art und Weise zu entdecken, sich über die Lage dieses geheimnisvollen Ortes zu unterrichten. Aber keiner schien zum Ziele zu führen. »Strengen wir uns jetzt nicht zu sehr an«, sagte ich. Die Hauptsache ist, dass die Nachricht erst nach dem Jahrmarkt von Menelik nach Karanormanchan gebracht werden soll. Das Wort Saar bedeutet nach und hinter. Ich schließe daraus, dass der Empfänger des Briefes erst den Jahrmarkt besuchen soll, bevor er nach dem Karanormanchan geht. Und nach Menelik geht ja wohl der Weg, welchen die drei Reiter gestern Abend eingeschlagen haben, nicht? Ja, antwortete Hulam. Du hast recht, Effendi. Dieser Barut el-Amasad ist nach Menelik. Dort wird man ihn sicher treffen. So wollen wir keine Zeit verlieren und möglichst schnell aufbrechen. Zugleich aber wird es nötig sein, einen Boten nach Iskandirie zu Henry Galingré zu senden, um ihn zu warnen. Das werde ich besorgen. Aber ehe ihr aufbrecht, nehmt ihr ein Mahl bei mir ein, und ferner muss ich die Erlaubnis haben, für euch zu sorgen. Es lässt sich in kurzen Worten sagen, dass wir in 2 Stunden reisefertig im Hofe hielten. Wir waren 4 Personen. Osko, Oma, Halef und ich. Die anderen mussten zurückbleiben. »Effendi«, fragte Isla, »für wie lange Zeit wirst du Abschied nehmen?« »Ich weiß es nicht. Erreichen wir die Gesuchten bald, so kehre ich zurück, um Barut el-Amasad nach Edrine zu bringen. Entgehen sie uns längere Zeit, so ist es möglich, dass wir uns niemals wiedersehen.« »Das wolle Allah nicht. Und wenn du jetzt in deine Heimat gehst, so musst du einmal wieder nach Stambul kommen, damit wir dein Angesicht wiedersehen. Deinen Haji Halef Oma aber sendest du uns schon jetzt zurück.« »Ich gehe dahin, wohin meine Fendi geht«, meinte Halef. »Ich scheide nur dann von ihm, wenn er mich von sich jagt.« Da wurden die 3 Kawassen eingelassen, welche der Kadi schickte. Ich hätte beinahe laut aufgelacht, als ich sie erblickte. Sie saßen auf Kleppern, von denen keiner 100 Piaster wert war, staken bis über die Ohren in Waffen, hatten dabei aber das friedfertigste Aussehen von der Welt. Der eine kam herbeigeritten, blickte mich forschend an und erkundigte sich, »Effendi, bist du es der Karab, in dem sie heißt?« »Ja«, antwortete ich. »Ich habe den Befehl erhalten, uns bei dir zu melden. Ich bin nämlich der Kawas Bashi.«
er war also der Oberste von den dreien. »Hast du den Verhaftsbefehl bei dir?« fragte ich. »Ja, Effendi.« »Könnt ihr gut reiten?« »Wir reiten wie der Teufel. Du wirst Mühe haben, Schritt mit uns zu halten.« »Das freut mich. Hat euch der Kadi aufgeschrieben, wie viel ihr täglich zu bekommen habt?« »Ja, du hast für die Personen täglich 10 Piaster zu bezahlen. Hier ist das Schreiben.« Die Notiz lautete wirklich auf 10 Piaster pro Tag und Person. Das war ja ganz anders, als es der Kadi mit mir vereinbart hatte. Eigentlich hätte ich ihm die 3 Helden, welche wie der Teufel ritten, zurückschicken sollen, aber ein Blick auf sie belehrte mich, dass ich sie wohl gar nicht ewig zu besolden haben werde. Der Kawasbashi hing auf dem Pferde wie eine Fledermaus an der Dachrinne, und die beiden anderen schienen ganz nach demselben Muster gebildet zu sein. »Müsst ihr denn, um was es sich handelt?« fragte ich sie. »Natürlich«, antwortete der Anführer unserer Trabanten. »Wir sollen 3 Karls ergreifen, die ihr nicht zu fangen vermögt, und euch dann mit ihnen nach Etrine transportieren.« Das war eine höchst wunderbare Art und Weise, sich auszudrücken, aber doch gestehe ich, dass die 3 ganz nach meinem Geschmack waren. Ich ahnte Spaßhaftes. Halef aber schien sich gewaltig zu ärgern, dass der Kadi es gewagt hatte, uns diese Art Begleiter zu schicken. Nun ging es ans Abschiednehmen. Es geschah das in der bilderreichen morgenländischen Weise, aber in vollster, aufrichtigster Herzlichkeit. Wir wussten nicht, ob wir uns wiedersehen würden oder nicht. Daher war es entscheidend aufs Ungewisse, kein schweres Ade fürs ganze Leben, doch auch kein leichtes, oberflächliches Valet für nur kurze Zeit. Es ist wahr. Ich ließ liebe Freunde zurück, aber der Liebste, mein Hadschi, blieb doch bei mir. Das milderte den Trübsinn jener Stimmung, welche sich kein Scheidender erwehren kann. Ich hatte geglaubt, Etrine in der Richtung nach Philippe verlassen zu können. Nun aber ging es anders, nach Westen zu, an der Ader hin, an deren Ufer wir gestern Abend spazieren gegangen waren. Dankeschön fürs Zuhören.